Ja, guten Tag, liebe Gäste hier im Raum, liebe Gäste im virtuellen Raum des Internets und liebe Kolleginnen und Kollegen und vor allem lieber Herr Professor Alt. Mein Name ist Wilfried Tinsch, ich bin Professor für Philosophie hier in Köln und begrüße Sie heute aber als Sprecher des Wissenschaftsforums zu Köln und Essen und damit auch im Namen der Universitäten Duisburg, Essen und Köln. Recht herzlich begrüße ich noch einmal unseren Gast aus Bonn respektive Berlin, Herrn Professor Alt, dessen Buch Exzellent zur Lage der deutschen Universität im letzten Jahr erschienen ist und mit dem wir über seine Einschätzung dieser Lage heute diskutieren wollen. Dies ist die erste öffentliche Veranstaltung des Wissenschaftsforums in diesem Jahr und ich freue mich besonders, dass wir für den Auftakt Herrn Alt gewinnen konnten. Das Wissenschaftsforum ist ein Ort öffentlicher Wissenschaft und es ist, so verstehen wir es, eine dezidiert universitäre Einrichtung. So erschien es uns besonders passend, das neue Jahr mit einer Diskussion über die Lage der Universitäten und ihrer gesellschaftlichen Aufgaben zu beginnen. Als Einrichtungen der wissenschaftlichen Forschung und Lehre verbinden, die wissenschaftliche Forschung und Lehre verbinden, sind Universitäten für die Entwicklung moderner Gesellschaften unübersehbar von entscheidender Bedeutung. Ich darf hier aus dem Buch von Peter André Alt zitieren, einmal kurz. Gerade in schwierigen Perioden ökonomischer und gesellschaftlicher Erschütterung fällt den Universitäten eine Schlüsselrolle als soziales Modell zu. Als Ort für die öffentliche Kommunikationsgemeinschaft der Forscher dient sie dem Ziel, die Macht der sozialen Interaktion und die Praxis der Vernunft zu erhalten. Und genau darum soll es zumindest ein Stück weit heute hier auch gehen. Ich bin gehalten, kurz die Hygieneregeln bekannt zu geben, die Sie alle wahrscheinlich aber schon auswendig kennen. Wir kommen hier unter 2G-Plus-Bedingungen zustande, was eine leichte Ambiguität enthält. Es ist gemeint, dass Sie entweder dreimal geimpft sind oder aber zweimal geimpft und einen negativen aktuellen Corona-Test vorlegen können, respektive konnten. Bitte wahren Sie den Mindestabstand von 1,50 Meter und behalten Sie Ihre Masken während der gesamten Veranstaltung aufgesetzt. Eine Ausnahme gilt für die Mitstreiterinnen hier am Tisch, die aber zum Teil auch noch mit Maske präsent sind, bis sie sprechen. Ich darf kurz das Podium vorstellen, um ein bisschen Zeit zu gewinnen. Kürze ich das so ab. Links neben mir Peter André Alt, den ich auch noch förmlicher vorstellen werde, wie das üblich ist in diesen akademischen Zusammenhängen. Neben Herrn Alt sitzt Frau Professorin Beatrix Busse, die ursprünglich mal aus der Anglistik kommt und aus der Sprachwissenschaft, jetzt aber hier in Köln unsere hauptamtliche Prorektorin für Studium und Lehre ist. Und neben Frau Busse sitzt Herr Professor Stefan Grohe, von Hause aus Kunsthistoriker und zurzeit Dekan der Philosophischen Fakultät, auch hier in Köln. Auf meiner rechten Seite sitzen Mila Evers, die momentan ihre Promotionsprojekte in der praktischen Philosophie vorbereitet. Dann kommt Charlotte Bruckermann, eine Mitarbeiterin aus der Ethnologie. Die Lara Demidurgen, eine Doktorandin aus der germanistischen Didaktik. Und Helena Burkhardt, Philosophiestudentin, auch hier aus Köln. Der Ablauf der Veranstaltung ist wie folgt geplant. Alt wird mit einem Eingangsstatement zum Warmwerden, gewissermaßen zur Erinnerung für uns alle beginnen. Und daraufhin werden dann Frau Busse und Herr Grohe Stellungnahmen abgeben, auf die Herr Alt dann direkt antworten wird. Dann kommen wir in eine zweite Runde mit Fragen von meiner rechten Seite, und zwar in Zweiergruppen gruppiert. Frau Burkhardt und Frau Evers beginnen mit Fragen, auf die kurz geantwortet wird von Herrn Alt. Dann kommen Charlotte Bruckermann und Frau Demir-Dürgerin. Und schließlich noch einmal Charlotte und die Lara mit einer dritten Runde. Und im Anschluss würden wir dann die Diskussion öffnen und Sie sind alle herzlich eingeladen, sich mit Fragen, Kommentaren und Ähnlichem zu beteiligen. Das Ende der Veranstaltung ist gegen 15 Uhr geplant und sollte auch so ungefähr eingehalten werden. Ein bisschen Spielraum haben wir aber nicht allzu viel, da Herr Alt nach Berlin noch muss und den Flugplatz pünktlich erreichen müsste.
Ja, so viel dazu. Ich darf Ihnen jetzt Peter-André Alte etwas ausführlicher, wie es sich gehört, vorstellen. Er studierte an der Freien Universität Berlin Germanistik, politische Wissenschaft und Philosophie und wurde dort 1984 in der Germanistik mit einer Arbeit über Thomas Mann, wenn ich das richtig erschlossen habe, promoviert. Und 1993 am selben Ort mit einer Schrift über die literarische Figur der Allegorie im 17. und 18. Jahrhundert habilitiert. Nach Professuren in Bochum und Würzburg kehrte er 2005 nach Berlin auf eine Professur für neuere deutsche Literaturwissenschaft an die Freie Universität zurück. Er übernahm dort unter anderem als Studiendekan und Dekan wichtige Rollen in der akademischen Selbstverwaltung. Von 2008 bis 2018 war er Altleiter des Dahlem Research, der Dahlem Research School, im Rahmen der Exzellenzinitiative, nehme ich an, und von 2010 bis 2018 darüber hinaus Präsident der Freien Universität. Seit 2018 ist er Präsident der Hochschulrektorenkonferenz. Herr Professor Alt ist aber nicht nur ein erfolgreicher Protagonist und eine prominente Persönlichkeit der akademischen Selbstverwaltung, wie wir das nennen. Er ist auch der Autor zahlreicher Monographien und spannend zu lesender Bücher. Das kann ich, glaube ich, so ganz aufrichtig sagen. Ich nenne aber nur vier von den Buchveröffentlichungen, um die Einführungsworte kurz zu halten. Ein Jahr vor dem Buch über die Lage der Universität, über das wir heute sprechen, erschien 2020 bei Beck »Jemand musste Josef K. verleumdet haben. Erste Sätze der Weltliteratur und was sie uns verraten.« 2010 erschien ebenfalls bei Beck »Die Ästhetik des Bösen«, die übrigens auch ins Chinesische und Türkische übersetzt wurde. Da möchte ich jetzt keine weiteren Bemerkungen zu machen. Es ist for good measure nenne ich noch, wie die Amerikaner sagen, noch zwei weitere Titel zur Literaturgeschichte, nämlich von der Schönheit zerbrechender Ordnungen, Körper, Politik und Geschlecht in der Literatur des 17. Jahrhunderts, Göttingen 2007, und der Tod der Königin, Frauenopfer und politische Souveränität im Trauerspiel des 17. Jahrhunderts, Berlin 2004. Doch nun zur Sache, zur Diskussion. Herr Alt, wir freuen uns, dass Sie da sind und sind gespannt auf Ihren Vortrag. Jetzt gehört das Podium Ihnen. Ja, vielen Dank, lieber Kollege Hinsch, für die freundliche Begrüßung und die Einladung hierher. Das ist ja eine seltene Gelegenheit, einmal in wirklich realem Interaktionsverhältnis zu sprechen über die Themen, die uns bewegen, sicherlich nicht nur mich, sondern uns bewegen, und schön auch mal wieder auf einem Campus zu sein und nicht nur vor den Kacheln zu sitzen. Ich freue mich also auf die nächsten anderthalb Stunden, das kann ich Ihnen versichern. Ich habe eine ganze Reihe von Punkten versucht herauszuarbeiten, die mir wichtig sind bei der Frage nach der Situation der Deutschen Universität. Und das, was diese Punkte kennzeichnet, ist, dass sie sicherlich immer von zwei Seiten aus bewertet werden können, also mit einer gewissen Ambivalenz ausgestattet sind. Man kann positive und negative Aspekte in diesen Punkten sehen. Das ist übrigens etwas, was auch das Buch auszeichnet, war mir selber gar nicht so bewusst, hat mir eher ein Rezensent in der Süddeutschen so vermittelt, und ich muss sagen, er hat recht. Das ist tatsächlich etwas, was, glaube ich, die Befunde des Buches auszeichnet, dass sie diese Ambivalenz häufig in sich tragen. Das erste Stichwort heißt Wachstum. Wenn man sich die Universitäten ansieht, wird man unschwer erkennen, dass sie wachsende Institutionen sind. Das nicht erst seit heute und gestern, sondern seit vorgestern mindestens, also spätestens seit den 60er Jahren, als der Ausbau der deutschen Universitäten im Zeichen der damaligen sogenannten Bildungskatastrophe oder einer solchen diagnostizierten Bildungskatastrophe begonnen wurde. Heute sind die Universitäten größer denn je, was die Zahl der Studierenden angeht, was die Zahl der Mitarbeitenden angeht, aber auch was die Vielfalt derjenigen angeht, die in ihnen arbeiten. Diversität wird gleich noch ein Stichwort sein. Gewachsen sind aber auch die Aufgaben der Universitäten. Gewachsen sind sie im Blick auf die Kernbereiche Studium und Lehre und Forschung, aber auch mit Blick darauf, dass neue Bereiche wie nachhaltige Campusentwicklung, Gleichstellung, Diversität und Diversitätsmanagement genauso wie Ausgründungsförderung und Transfer hinzugetreten sind. Also eine wachsende Institution. Mit diesem Wachstum verbindet sich nicht nur ein positives
positiver Befund. Wachstum kann auch Risiken bergen. Wachstum kann dazu führen, dass der eigentliche Kern einer Institution nicht mehr sichtbar wird oder auch, dass es zu Nivellierungen kommt, zu einer gewissen Einebnung von Qualitätsmerkmalen und Profilen. Eine Tendenz, die man durchaus partiell erkennen kann. Universitäten unterscheiden sich nicht mehr so stark, wie das vielleicht früher der Fall war, noch im 19. Jahrhundert voneinander. Vielfach sind die ähnlichen großen Themen, die unsere Weltgesellschaft verständlicherweise umtreiben, eben auch Themen unserer Universitäten. Manchmal ist es auch so, dass die institutionelle, die organisatorische Seite nach sehr ähnlichen Lösungsmustern angegangen wird. Vielleicht fehlt manchmal auch ein wenig der Mut zum ganz Individuellen. Also Wachstum kann positiv sein, mit Blick auf Bildungs- und Teilhabegerechtigkeit unbedingt zu begrüßen, mit Blick auf Profilbildung sicherlich auch ambivalent. Die Diversität, die sich aus dem Wachstum ergibt, ein zweiter wichtiger Punkt, ist etwas, was unsere Universitäten in zunehmendem Maße auszeichnet. Das ist eine Produktivkraft von allererstem Rang. Vielfalt der Menschen und der Aufgaben zeichnet Universitäten aus. Die Menschen, die hier studieren und arbeiten, sind mittlerweile vielfältiger geworden im Hinblick auf ihre biografischen Herkünfte und Hintergründe. Wir haben mehr junge Menschen, noch immer nicht genug, sage ich, die First-Generation Students sind, die in ihrer Familie also die Ersten sind, die eine Universität besuchen können. Wir brauchen noch mehr von diesen jungen Menschen, aber der Anteil von ihnen wächst und damit wächst auch die jeweilige Vielfalt an Vorgeschichten hin natürlich auch zu dem Umstand, dass wir eine globale Institution längst sind. Die Zahl der internationalen Studierenden ist stetig gewachsen. Das ist eine Produktivkraft. Zugleich ist Vielfalt aber auch etwas, was die Universität als Institution traditionell auszeichnet, beispielsweise auch abhebt gegenüber anderen Forschungseinrichtungen, die Max-Planck-Instituten oder solchen Institutionen der Leibniz- oder Helmholtz-Welt. Wir haben an den Universitäten in der Regel eben noch ein großes Spektrum von den Geistes- zu den Naturwissenschaften. Wir haben auch viele sogenannte kleine Fächer. Ich füge hinzu, das ist nicht selbstverständlich, aber es ist in Deutschland etwas, was zumindest in den letzten 10 Jahren auch mit großer Sensibilität geschützt worden ist. Auch übrigens mithilfe der Politik, die, denke ich, die Einsicht hat, dass das etwas ist, was geschützt werden muss. Vielfalt ist also zunächst mal etwas Positives, aber Vielfalt muss auch natürlich bewältigt werden. Vielfalt kann auch dazu führen, dass Dissens herrscht, dass über bestimmte Probleme sehr, sehr unterschiedliche Positionen ausgetauscht werden. Vielfalt ist auch etwas, was zu einer Kultur der Spannung führen kann. Das ist etwas, was nicht immer so einfach nur gegeben ist, sondern manchmal auch als Aufgabe aufgegeben ist. Das muss man eben auch erstmal produktiv machen. Also die Vielfalt der Universitätsaufgaben und der Mitglieder muss kreativ genutzt werden. Die Deutsche Universität ist in ihrem Erscheinungsbild, was die Idee, die sie verfolgt, angeht, eine relativ junge Institution. Es gibt sie in dieser Form seit 200 Jahren. Natürlich sind die ältesten deutschen Universitäten viel, viel älter. Gerade in Köln muss man das nicht sagen. Das ist eine Institution, die aus dem Mittelalter hervorgegangen ist. Aber die Idee, von der rede ich jetzt, die unsere Universitäten verfolgen, die von Humboldt kommende Idee, die ist noch relativ neu, gut 200 Jahre alt. 1811 ist die große Denkschrift zur Etablierung der Berliner Universität von Humboldt verfasst worden. Eine Rede, ein Text, der gern heute in Sonntagsreden immer noch aufgegriffen wird, aber der viel wichtiger ist, als es diese Verwendungsform nahelegt. Es geht nämlich nicht nur um Sonntagsreden dabei, sondern es geht um etwas, was sehr lebendig, meine ich, ist und was auch wirklich ernst genommen werden muss. Was gehört dazu? Es ist die Einheit von Lehre und Forschung. Das wird am häufigsten zitiert. Die Tatsache nämlich, dass eine Lehre, die nicht auch eng an der Forschung stattfindet, zur Fabrikation von Wissen, aber nicht zu lebendigem akademischem Unterricht führt. Und die Tatsache, dass die Forschung sich über sich selbst am besten dadurch aufklärt, dass sie in die Lehre transportiert wird und diejenigen, die forschen, in dem Augenblick, wo sie das vermitteln, was sie tun, auch viel besser verstehen, was sie tun. Diese im besten Sinne also dialektische Beziehung ist ein wesentliches Element der Humboldtschen Idee der Universität. Dazu kommt die Selbstbestimmung, der Anspruch, dass die Universität frei von staatlichen Eingriffen, Regulativen und Interventionen sein muss.
Und ein anderer Punkt, der nicht so häufig zitiert wird, die Universität als Gemeinschaft funktioniert nur, wenn die, die in ihr arbeiten, zusammenwirken, so sagt Humboldt selbst. Das fand ich interessant, dass dieser Punkt sehr seltenartig zitiert wird, aber uns alle ja sehr unmittelbar angeht, weil wir in einer Universität nur dann gut arbeiten, wenn wir zusammenwirken, nicht gegeneinander arbeiten, nicht nur das machen, was uns umtreibt, sondern auch die Augen aufsperren und schauen, was in anderen Fakultäten, in anderen Institutionen der Institution Universität stattfindet. Das ist also die Herausforderung und man kann sagen, Humboldt ist deswegen kein Topos nur für Sonntagsreden, weil die Universität nicht funktioniert, wenn diese Prinzipien, es gibt auch noch ein paar andere, nicht beherzigt werden. Wenn die Universität nicht autonom ist, dann ist sie politisch beeinflusst oder von anderen Kräften, vielleicht auch denen der Wirtschaft beeinflusst, dann kann sie ihre besten Möglichkeiten nicht entfalten. Wenn Forschung und Lehre nicht verzahnt sind, dann ist die Lehre eine reine Fabrikation von Wissen und die Forschung ist nicht selbstreflexiv, ist nicht gut. Und wenn das Zusammenwirken nicht stattfindet, dann agieren lauter Egoisten und Egoistinnen und die Potenziale der Zusammenarbeit werden nicht ausgeschöpft. Also man kann sagen, das alles muss da sein und das allein bestätigt, dass Humboldt sehr präsent ist und ein Anspruch, der vielleicht nicht immer erfüllt, aber erfüllt sein sollte, nicht mal erfüllt ist, aber erfüllt sein sollte, der steht hier im Raum. Dass er nicht immer erfüllt worden ist, das zeigt der Rückblick auf die Geschichte, das zeigt der Blick auf die 70er Jahre, in denen die Universitäten nach viel Gutem, was durch die Studentenbewegung vermittelt wurde, gerade auch zur Aufklärung der Institution, zur Rolle im Dritten Reich, zu ihrer Verstrickung, schuldhaften Verstrickung, viel Schlechtes hervorgebracht hat, neben dem Guten, nämlich vor allen Dingen politische Grabenkämpfe, die die Universität geradezu gefangen genommen haben, die sie gelähmt haben. Und dann in den 80er Jahren, als die Universität unter dem Namen Masseninstitution verwahrlost war, lieblos in ihrer Architektur, lieblos aber auch im Umgang der Lehrenden mit den Studierenden, eine Einrichtung, die dann der sozialdemokratische Bildungspolitiker Peter Glotz mit einer Metapher, die er sich von Dieter Simon, dem damaligen Vorsitzenden des Wissenschaftsrats, geliehen hatte, als im Kern verrottet bezeichnet hat. Aus dieser Krisensituation und Krisengeschichte ist dann eine neue Idee der Universität hervorgegangen, über die ich gern auch mit Ihnen diskutieren würde, die vielleicht deswegen vielen gar nicht so präsent ist, weil sie so aktuell im Kern und im Selbstverständnis der Universität verankert ist, dass man sie gar nicht in ihrer historischen Dimension begreift. Das ist diese neoliberale Konzeption der Universität, die im Kern vor allen Dingen sagt, die Universitäten müssen mehr leisten, ihnen ist öffentliches Geld anvertraut, sie müssen mehr tun, sie dürfen sich nicht so selbstgefällig nur um sich selbst kreisen, sie müssen sich dem Wettbewerb stellen, national wie international, sie müssen zusätzliche Gelder akquirieren, um besser zu werden, sie müssen transparenter gemanagt werden, damit man sieht, was mit dem Geld geschieht. Und sie müssen sich dem Vergleich stellen. Das sind so ein paar Grundsätze, neben der Vorstellung, dass eben auch eine Überwachung der Organisationsmechanismen der Universität durch äußere Instanzen, den Hochschulrat, also durch Mitglieder aus der Gesellschaft erfolgen muss, damit dieses in sich selbst Kreisen überwunden wird, das sicher ein Merkmal auch der Situation der 70er und 80er Jahre war. Dieses System wirkt in sehr mächtiger Weise auch heute noch. Ich habe mal ein bisschen überspitzt gesagt, es ist eine Ironie unserer politischen Geschichte, dass in allen 16 Bundesländern die FDP nirgendwo das Wissenschaftsministerium stellt, aber überall mit neoliberalen Konstruktionen Hochschulverträge verhandelt werden, übrigens auch da, wo die Grünen das Wissenschaftsministerium stellen. Jetzt ist das ja im Bund ein bisschen anders, aber ich glaube, dieses Paradigma ist sehr, sehr mächtig und sehr stark und das hat auch einiges Gute bewirkt. Der Exzellenzwettbewerb hat Universitäten in die Lage versetzt, sich stärker auch Gedanken zu machen über ihre Strategien und ist insofern eine Erfolgsgeschichte, eine, die sehr wohl zu tun hat mit diesem neoliberalen Gedanken der stärkeren Wettbewerbsfähigkeit. Die Drittmittelförderung ist gewachsen, sicherlich vorteilhaft, weil dadurch auch viel getan werden konnte für die Förderung junger Menschen. Aber es hat auch viele Nachteile gegeben. Die Universitäten sind, wie Wilhelm Krull, Vorsitzende der VW-Stiftung früher gesagt hat, vermessene Institutionen geworden. Und er meint damit nicht hybride Institutionen, die arrogant sind, sondern die ständig vermessen werden, im Sinne, dass sie auf ihre Leistungsdaten hin
überprüft werden, die in einem ständigen Wettbewerb sind um Rankingplätze, um Reputationsgewinne und Drittmitteleinwerbungen, die also gar nicht mehr zum Atmen und Nachdenken kommen. Die Universitäten sind Institutionen geworden, in denen Drittmittelprojekte häufig dafür missbraucht werden, dass junge Menschen kurzzeitige Verträge erhalten und keine langfristigen Karriereperspektiven. Und vieles von dem, was an Zweckorientierung in dieser neoliberalen Agenda steckt, ist eben auch nicht ganz unproblematisch. Vor allen Dingen, wenn man davon ausgeht, dass das, was an Wissen produziert wird, vor allen Dingen im Rahmen dieser Agenda mit Blick auf den Impact, die Wirkung in die Gesellschaft hinein bewertet werden soll. Der ist wichtig, aber er ist nicht vielleicht das alleinige Kriterium, nach dem wissenschaftliche Produktion bewertet werden sollte. Also auch hier eine gemischte Bilanz, kann man sagen. Darüber werden wir sicherlich gleich noch sprechen. Was kennzeichnet, komme damit schon in die Schlussgerade hinein, was kennzeichnet denn eigentlich unser Universitätssystem im Vergleich zu anderen? Ein Teil der neoliberalen Evaluationsstrategie ist ja, dass man immer SWOT-Analysen macht, Stärken, Schwächen und Chancen und Risiken auflistet. Auch das gehört dazu, das haben wir früher nicht getan, das haben wir inzwischen gelernt. Also, wo liegen die Stärken? Die Stärken liegen meiner Meinung nach in einer ganz stabilen und trotz mancher Krisenphasen auch guten öffentlichen Finanzierung. Es gibt diese schöne Formel, die deutschen Universitäten sind auskömmlich unterfinanziert. Ich finde die sehr schön eigentlich, weil sie zum einen natürlich zum Ausdruck bringt, dass es eigentlich mehr sein müsste, aber letzten Endes auch signalisiert, es ist ganz gut auskömmlich. Ja, das darf ich nicht so laut sagen als oberster Funktionär des Universitätssystems, wie ich mal tituliert worden bin, aber ich finde das eigentlich schon ganz gut. Also es ist insgesamt eine öffentliche Finanzierung, die anders als in anderen Ländern uns in die Lage versetzt, keine Studiengebühren erheben zu müssen. Ich bekenne, ich bin gegen Studiengebühren, weil ich der Meinung bin, dass sie soziale Ungleichheiten verschärfen und nicht die Situation der Studierenden verbessern, wie die, die sie befürworten, immer argumentieren. Die öffentliche Finanzierung schafft Autonomie und verhindert Abhängigkeit, zum Beispiel von Studiengebühren. Das ist eine Stärke. Zu den Schwächen des Universitätssystems gehört eine gewisse institutionelle Zersplitterung im Wissenschaftssystem insgesamt, unter der auch die Universitäten leiden. Wir haben eine große Zahl von mächtig finanzierten außeruniversitären Forschungseinrichtungen, die ein großes Budget haben, große Leistungen vollbringen. Aber natürlich ist es so, dass das in der Bewertung dann der Gesamtleistung der Universitäten auch manchmal Schwächen hervorbringt. Also das ist sicherlich ein großes Problem. Wir haben eine sehr scharfe Binnenkonkurrenz zwischen diesen Einrichtungen und den Universitäten und das ist sicherlich ein gewisses Problem. Chancen sehe ich darin, dass die Wettbewerber der Vergangenheit bei aller Ambivalenz, die sie haben, Kooperationskulturen entfaltet haben, ermöglicht haben, die uns auch besser gemacht haben. Die Internationalisierung und Diversifizierung der Universitäten sind Prozesse, die noch nicht abgeschlossen sind, die auch zu den Chancen gehören, die wir nutzen müssen. Wo liegen die Risiken? Eine Sorge ist, dass nach 10, 15 guten Jahren der Hochschulfinanzierung irgendwann auch die Finanzmittel knapper werden, wir damit weniger Spitzenforschung an den Universitäten finanzieren können und dass die Lehre im Zuge der großen Zahlen von Studierenden eben ihrem Anspruch auf Forschungsorientierung nicht mehr gerecht werden kann und zunehmend mehr in eine serielle, automatisierte Produktion von Wissen geraten könnte. Das wäre ein großes Risiko. Man kann einiges tun gegen diese Risiken, darüber werden wir sicherlich sprechen. Ich will einen letzten Punkt hier machen, der mir deswegen am Herzen liegt, weil er, glaube ich, auch etwas zu tun hat mit der Frage, was wird aus unserer Institution in der Zukunft, sagen wir mal in den nächsten 10 Jahren. Alle Prognosen jenseits von 10 Jahren halte ich für Kaffeesatzleserei und Irrationalismus. Ich glaube, eine wichtige Tendenz ist die zur Zusammenarbeit. Und die Frage ist, wie verhält die sich eigentlich zum Wettbewerb? Ich habe ja vorhin gesagt, diese Idee des Wettbewerbs ist eine sehr, sehr starke für die Universitäten, prägend übrigens weltweit. Und andererseits beobachten wir immer mehr auch an Zusammenarbeit. Ich will es mal so formulieren, im 19. Jahrhundert waren die Universitäten als Institutionen eigentlich in keinem Wettbewerb, aber die Personen, die in ihnen die Lehrstühle innehatten, die waren in einem scharfen Wettbewerb, die Fächer waren in einem unglaublichen Konkurrenzverhältnis, oft die einzelnen Personen, der Ordinarius für griechische Philologie sprach mit seinem Kollegen, es war ja alles Männer in der Latinistik nicht, sondern war mit ihm verfeindet und er verbot seinen Schülern ins Oberseminar des Kollegen zu gehen. Diese
diese Konkurrenzen gab es damals. Es wurde viel weniger zusammengearbeitet als heute. Das ist anders mittlerweile. Und zwar in allen Fachkulturen, auch in den Geisteswissenschaften, die ja sonst auch eher etwas stärker auf die einzelnen eigenen individuellen Impulse setzen als auf die Kooperation. Es hat sich viel verändert. Dafür ist ein starker Wettbewerb der Institutionen da. Ein sehr scharfer Wettbewerb, der eben durch die Rankings und durch die Suche nach Reputationssteigerungen weltweit ausgelöst ist. Diese Spannung finde ich interessant und meine Frage wäre, wie wird sich das eigentlich in Zukunft entwickeln? Ich habe auch eine Prognose. Meine Prognose ist tatsächlich, dass wir in Zukunft weniger von den institutionellen Exzellenzwerten reden werden, dass wir vielleicht auch weniger scharfen Wettbewerb haben, sondern dass wir durch die digitale Vernetzung, durch die Formen von Open Science, durch den Austausch, gerade auch in frühen Stadien von Forschungsprojekten, sieht man in Naturwissenschaften, viel mehr in eine Form von Vernetzung kommen, damit auch stärker Versäulungen überwinden, institutionelle Konkurrenzen vielleicht überwinden. Das wäre jedenfalls meine Prognose. Ich beobachte das in den Naturwissenschaften, wenn Sie da eine Experimentreihe starten und dann stellen Sie fest, an einem bestimmten Moment des Experiments gibt es immer wieder die gleichen Unschärfen bei Messergebnissen, dann wird das häufig jetzt eben schon in einer frühen Phase in eine Diskussion eingebettet, in eine virtuelle Diskussion mit denen, die vielleicht in Australien, Neuseeland oder Afrika an dem ähnlichen Experiment arbeiten. Die Pandemie, haben wir heute gerade wieder in einem Presseartikel lesen können, hat eine enorm hohe Zahl von Pre-Papers produziert. Fast alles, was wir wissen über die Pandemie und über die Bekämpfung des Virus und die Entwicklung des Virus, steht nicht in Review Journals, in Artikeln, die mehrfach gedreht und gewendet worden sind, sondern steht in Artikeln, die noch eine gewisse Unreife haben, weil man gesagt hat, wir müssen das früh teilen, um auch gemeinsam daran zu arbeiten, dass es weitergeht. Das ist ein Beispiel dafür, wo man sehen kann, dass große Herausforderungen auch mehr gemeinschaftliche Anstrengungen brauchen und das ist vielleicht auch eine Entwicklung für die Universität? Fragezeichen. Dankeschön. Ja, herzlichen Dank, Herr Alt. Es gibt ja eine ganze Reihe von Anknüpfungspunkten. Und ich gebe das Wort gleich an Frau Busse weiter. Ja, vielen Dank, lieber Herr Hinsch, lieber Herr Alt. Vielen Dank für jetzt Ihren Vortrag und vor allen Dingen auch für Ihr Buch, für das sehr, sehr feine Buch. Damit möchte ich beginnen, für diese sehr kundige und messerscharfen Analysen, die Sie liefern in Ihrem Buch. Die zeugen auch von Ihrer so langjährigen Erfahrung in diesen verschiedenen Rollen, diese verschiedenen Hüte, die Sie auch getragen haben. Also ich finde das wirklich beeindruckend. Damit möchte ich auch beginnen, weil wir ja auch als Geisteswissenschaftler auch immer so gern Ja-Aber dann direkt hinterherführen. Das möchte ich heute dezidiert nicht tun, weil ich wirklich schwer beeindruckt bin. Ich finde auch, es ist ganz toll geschrieben. Und Sie haben ja gerade nochmal so Humboldt Revisited auch gemacht und dass Sie das einfach auch uns allen nochmal daran erinnert haben, dass diese Floskel-Einheit von Forschung und Lehre eben doch ein bisschen mehr ist, als eben nur als Floskel zu sehen ist. Das hat mich besonders ja auch nochmal daran erinnert, worauf es jetzt ankommt. Und Sie beschreiben ja Uni auch in einer Form und in einer Komplexität und sagen auch, warum Uni so komplex ist, macht so schwierig, aber ist auch ihr Alleinstellungsmerkmal eigentlich in dieser Art, wie wir arbeiten mit den Menschen, die Vielfalt. Das muss ich jetzt nicht wiederholen. Für mich war vor allen Dingen sehr auch nochmal spannend, auch in diesen ganzen Governance-Fragen modern gesprochen, dieses Element von Entscheidungsfindung, Willensbildung und Steuerung, so nennen Sie das auch. Wie schafft man dieses Zusammenspiel? Und auch diese zentralen Wirkungskreise von Governance, also Selbstverwaltung, Wettbewerb, Verhandlungsprinzip, hierarchische Organisation, akademisches Gefüge, wie schafft man das? Und was macht man dann auch in den verschiedenen Rollen, die man hat? Auch wenn man, wie ich jetzt hier, verantwortlich bin, auch für Studium und Lehre, ist gar nicht so leicht. Und wenn man jetzt fragt, worum geht es für Universitäten, das haben Sie ja auch jetzt also zum Schluss auch nochmal gesagt, und wo geht es hin, habe ich jetzt einfach auch nochmal versucht, das weiterzudenken. Einerseits braucht Universität, glaube ich, auch in vielen Teilen eine radikale Transformation, die jetzt auch mit der Globalisierung zusammenhängt, die mit der digitalen Transformation zusammenhängt, die auch mit Vulnerabilitäten zusammenhängt, die jetzt aus der Pandemie sich eben auch ergeben haben, meiner Meinung nach. Also manche auch Bereiche, die überlastet sind. Studien zeigen ja auch, dass gerade der
Nachwuchs, wie er genannt wird, der Begriff gefällt mir gar nicht. Also die Junior Researchers, auch vor allen Dingen weibliche, sehr unter verschiedenen jetzt auch Belastungen gelitten haben. Und da sind ja Dinge auch zum Vorschein gekommen, auf die wir auch eingehen müssen. Und ich glaube, jede Universität, jede Einrichtung muss sich fragen, auch in diesem kooperativen Gefüge, wie schaffen wir es, diese großen gesellschaftlichen Fragen anzugehen und auf welche großen gesellschaftlichen Herausforderungen möchte eigentlich jede Uni eingehen, auch zu ihrer Profilierung, in welchen Kooperationen, wie schafft sie die digitale und grüne Transformation, so wie das auch schon fast zur Floskel genannt wird, auch im europäischen Diskurs, the digital and green transition hören wir dauernd, wie schaffen wir das auch wissenschaftsbasiert zu tun, und auch noch einen gesellschaftlichen Auftrag zu erledigen und auch noch innovative Lehr-Lern-Formate, die beste Studierendenbetreuung und Arbeitgeberin der Zukunft zu werden. Wie schaffen wir das alles? Und ich glaube, es geht darum, wie wir auch in der Lage sind, ko-kreativ und gemeinsam heißt aber auch intern und mit anderen, also dieses ultimativ aus meiner Sicht auch elitäre Spiel der Weltklasse Forschung, Bildung, Innovation mit diesem wettbewerblichen Streben nach Exzellenz und der Aufgabe, kompetitiv zu bleiben. Wie schaffen wir das in Balance zu bringen mit aus meiner Sicht einer Dringlichkeit und Chance für ein modernes, offenes, diverses, wertschätzendes, Sie haben das alles gesagt, faires, gleichberechtigtes, ermöglichendes System, in dem dies alles mit dieser Neugier, mit diesem, was Universität ausmacht, was aus meiner Sicht das Tollste ist, nämlich Bildung zu generieren, mit Neugier zu arbeiten, neue Forschungserkenntnisse zu generieren. Wie schaffen wir das alles, so ein System zu ermöglichen und diese Balance zu schaffen? Das heißt letztendlich, wie kriegen wir das hin, dass die Menschen umfassendes, und jetzt benutze ich einen Begriff aus unserer European University for Wellbeing, umfassendes soziales Wohlbefinden haben. Ich glaube, das ist die Balance, die wir grundsätzlich erreichen müssen. Sie sehen, Ihre Arbeit hat mich sehr inspiriert, das vielleicht auch nochmal so zu formulieren. Ich glaube, es ist eine transformatorische Herkulesaufgabe, wenn ich das so nennen darf. Es ist für mich also ein Weg, es wäre meine Ortsherstellung für, und dafür bin ich schon so ein bisschen kritisiert worden, aber für die schöne Universität der Zukunft. Und ganz bewusst schön und mal auch einen anderen Begriff. Ich habe gerade ein Buch gelesen, Dark University, finde ich ganz schlimm, weil ich meine, es ist eigentlich der tollste Ort, den wir haben, hier arbeiten zu können und das in so einer Art und Weise. Und ich finde, wir müssen alles tun, das auch beizubehalten. Und dabei ist für mich dann eben auch wichtig, wie wir Exzellenz für uns formulieren und wie mutig wir auch sind, das für uns zu formulieren. Und da sind, jetzt gebe ich so ein paar Beispiele, weil das jetzt auch gerade sehr in der EU und auch sonst diskutiert wird. Also können wir noch länger daran glauben, dass für Spitzenforschung und Spitzenlehre unglaubliche Flexibilität in der Stellenvergabe sein darf? Das ist ja nicht so einfach, das auch zu regeln jetzt. Und wir, glaube ich, müssen da Wege finden. Umgekehrt muss Forschung an Projekten auch möglich sein. Die Wissenschaftsbasierung immer zu halten. Wie schaffen wir es jetzt, die digitale Transformation hinzubekommen, wenn die auch unsere Binnendifferenzierung der Wissenschaft tangiert? Das ist ja nicht einfach nur, wir statten Räume digital aus, sondern was passiert mit Big Data, mit der Art, wie wir arbeiten, Algorithmen, lernende Algorithmen, die wir, die das vielleicht gar nicht verstehen, hinterher als Peer Reviewers uns angucken müssen. Wie kriegen wir das hin? Lehre zur Lehre, neue Studienangebote, neue Prüfungsformate, flexible Makro- und Micro-Credentials für die individuellen Lernwege, am besten noch mit Constructive Alignment dazu, dass die Abfrage dann auch gut ist, die Prüfung. Dazu alles auch in Präsenz, weil eine Uni ohne Präsenz wie Shakespeare ohne Theater ist, aber die Innovation jetzt auch mitnehmen und niemanden überlasten. Wie kriegen wir das hin? Die Partizipation von allen in innovativen Formaten, diese große Kraft der Studierenden mit hineinzubeziehen, als auch im Bereich auch der digitalen Transformation. Dann zum Beispiel, es geht jetzt darum, wie wir neues Research Assessment tatsächlich auch aufbauen, dafür, dass eben nicht nur der H-Index zählt, sondern auch andere. Lehru hat gerade ein Papier rausgebracht, Read the researcher and not just the research. Also die komplette Vita eines Researchers.
ja, mit all ihren und seinen Arten, sich in die Forschung zu begeben, aber auch eben in andere Bereiche. Wie bewertet man das? Wie misst man das? Die Europäische Union hat gerade, oder die Kommission hat ein Papier rausgegeben, Strategies for Universities, mit einer hohen Partizipation von allen Stakeholdern. Und trotzdem steht da auch drin, dass die Universitäten den Auftrag haben, auch die europäische politische Agenda weiterzubringen. Und the European way of life. Nun, vielleicht als Deutscher mit deutscher Geschichte wird man da ein ganz bisschen nervös, wenn man das hört, obwohl das, glaube ich, in einem ganz guten Spirit gemeint ist. Aber das sind also auch Dinge, ja, die beschäftigen mich sehr. Transfer haben Sie auch genannt, also Ausgründung, wir sollen uns mit Transfer, Wissenschaftskommunikation, haben Sie gerade auch einen riesen Beitrag geleistet dazu. Wie ist das alles zu lösen, die Arbeitgeberin der Zukunft zu werden, mit neuen vielleicht auch Bewertungs- und Honorierungsmechanismen, die eben andere und weitere Bereiche als nur die Forschung mit einbeziehen, akademisch, also in der akademischen Selbstverwaltung, in vielleicht auch, wie messen wir forschungsbasierte Lehre, wenn jemand da tolle Dinge tut. Das sind ja alles jetzt Fragen, die kommen. Und vielleicht als letztes noch einen Punkt von mir, auch zur Internationalisierung, zur Position dazu, wenn man über Science Diplomacy nachdenkt. Einerseits sind die Universitäten autonom und werden sich auch nicht reinreden lassen in bestimmte Dinge. Umgekehrt sind wir aber auch beste Berater oder eben die Faktengeber. Wir haben das jetzt in der Pandemie gesehen. Wie weit geht das in unserer Art, uns in Science Diplomacy tatsächlich auch weiter einzubringen? Und das kann ja politisch, wenn wir all die Konflikte ansehen, die in dieser Welt gerade herrschen. Open Science ist das Letzte, was ich sagen möchte. Für mich ein ganz wichtiger Punkt für Teilhabe und dafür auch diese Balance zu schaffen zwischen Exzellenz und Inklusion, weil wir eben durch Open Science ganz andere Möglichkeiten haben, zu teilen, die Wissenschaft zu teilen, das, was wir in Lehre tun, zu teilen, unsere Erkenntnisse zu teilen, weil wir in dieser Komplexität und in dieser Dynamik, in der sich die Welt voranbewegt, glaube ich, gar nicht alle jeweils diese Stärken haben können, sondern sie zusammenbringen müssen. Und dabei belasse ich es. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Frau Busse. Auch ein ganzer Schwung von Fragen. Wie geht es in die Transformation, die notwendig ist? Aber bevor Herr Alt antwortet, Herr Grohe, darf ich Sie bitten? Wollen wir das so rummachen? Ja, Sie müssen mitschreiben, Herr Alt, dass Sie das nicht alles vergessen. Nochmal 35 Fragen. Nee, tatsächlich würde ich gerne auch jetzt aus der Perspektive der Alltagsperspektive eines Dekans und den Handlungsspielräumen, die ein Dekan an einer großen Fakultät hat, eigentlich nur zwei Aspekte herausgreifen, eher zwei kleinere Baustellen. Zustimmung zu Ihrer Diagnose und auch zu Ihren Lösungsvorschlägen besteht hier ja gar kein Dissens. Deswegen würde mich vor allen Dingen oder möchte ich gerne betonen, zum einen die konkrete Umsetzung der Frage, die mir wie so ein Leitmotiv Ihres Textes auch vorgekommen ist, nämlich das Verhältnis von Wissenschaft und Institutionalisierung. Also dass die Universität als die Institution der Wissenschaft Gedanken und dann würde ich gerne einen Blick auf eine besondere Spezies richten, nämlich den oder die Universitätsangehörige. Die kommen sozusagen implizit natürlich in dem Text immer vor, das sind die Akteure, die Akteurinnen ihres Textes, aber ich würde da gerne nochmal sozusagen so eine persönliche oder an deren Illusion ja viele Universitätsangehörige oder Hochschulangehörige auch wieder besseres historisches Wissen immer noch anhängen. Diese Humboldtsche Idee umfasst ja die Aufgabe, für ein restauratives Regime Beamte zu produzieren. Also Schelling hat das dann in der Jena-Vorlesung sehr genau auf den Punkt gebracht und gesagt, dass er einen Staatsdiener produziert durch die Universität. Die Voraussetzung dafür ist, dass Wissenschaft frei ist, aber das ist ja an sich schon ein Widerspruch in sich. Und diese Staatsdiener, diese preußischen Beamten, die Humboldtsche Universität ja auch in großer Zahl und bis auf den heutigen Tag produziert hat, sind für ein modernes Staatswesen auch in gewissem Sinne unverzichtbar.
Insofern erfüllt die Universität dort eine wesentliche Rolle für die Stabilisierung auch. Während Sie jetzt stärker dieses Spannungsverhältnis ausbuchstabiert haben, würde ich eher, und das ist aber wie gesagt die Dekansperspektive, fragen Sie mich, wenn ich das Amt nicht mehr innehabe, nochmal, den Kontrast zwischen Wissenschaft und Bürokratie oder das Spannungsverhältnis zwischen Wissenschaft und Bürokratie stark machen. Das scheint mir nicht identisch zu sein. Institutionen und Bürokratie sind für mich nicht identisch. Also es geht nicht um den Dezisionismus der Steuerungsmomente, die jetzt nicht mehr in Nordrhein-Westfalen beim Ministerium liegen, sondern bei den Hochschulen selber. Das ist Teil dieser neoliberalen Reform gewesen. Sondern es geht um den Determinismus der Normsetzungen durch Verordnungen, Gesetze und so weiter und so fort, die eigentlich zu einer viel impliziteren Steuerung führen. Also es muss gar nicht so sehr als Widerspruch, Antagonismus oder Paradoxon beschrieben werden, sondern man würde sich wünschen, eine Komplementarität dieser beiden Systeme. Denn die Konflikte entstehen dadurch, dass das eine System das andere System versucht zu zwingen, nach den eigenen Regeln zu spielen. Also entweder die Bürokratie, die Wissenschaft oder die Wissenschaft, die Bürokratie. Ich glaube, dass diese Frage der Unvereinbarkeit von impliziten Steuerungsmechanismen und Freiheit der Wissenschaft eines der zentralen Themen ist. Konkret nicht das Hochschulgesetz gibt den Konfliktrahmen vor, sondern die Hochschulwirtschaftsführungsverordnung. Das ist übrigens eins dieser Worte, was Germanisten wirklich freudig sozusagen aufblitzt. Größere politische Rahmenbedingungen. Und hier müsste meines Erachtens ein besseres Verständnis der wechselseitigen Bedingtheiten einsetzen. Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen können Wissenschaft gar nicht ohne die administrativen Unterstützungsstrukturen betreiben. Das ist unmöglich. Also, nur der Elfenbeinturm kann sozusagen in einem dialogisch orientierten Wissenschaftssystem nicht funktionieren. Andererseits ist die Administration überhaupt nur deshalb da, weil Wissenschaft betrieben wird. Und ich glaube, wenn beide Seiten das besser verstehen und das Zusammenwirken von Institution und Denkbild der freien Wissenschaft im Grunde nicht versöhnlich sein soll, dann wird es ein Rätsel bleiben, dass Universitäten überhaupt erfolgreich sind. Das erinnert mich immer an die sprachwissenschaftliche Idee, dass man sagt, Kommunikation ist eigentlich höchst unwahrscheinlich. Also es ist höchst unwahrscheinlich, dass Kommunikation gelingt. Und wir untersuchen aber, warum es trotzdem funktioniert. Und ich glaube, das wäre die Aufgabe der Universitäten. Der zweite Punkt bezieht sich auf das Selbstverständnis der Universitätsangehörigen, aller Universitätsangehörigen, als entweder selber Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen oder als eben im Dienste der Wissenschaft unterwegs zu sein. Sie, Frau Busse, haben das auch schon mal gesagt, das Wunderbare und das Schöne an Universitäten und Wissenschaft ist, dass man seine Neugier ausleben kann. Das sollte sozusagen die zentrale intrinsische Motivation sein. Das ist kein Job wie jeder andere. Das ist ein sehr besonderer Beruf. Und vor dem Hintergrund der Tatsache, dass die Universitäten, so wie Sie das zitieren, Herr Alt, Labore der Gesellschaft sind, dass Wissenschaft die Aufgabe hat, mögliche Wirklichkeiten herzustellen, mache ich mir Gedanken darum, wie wir dieses Zusammenwirken, von dem Humboldt spricht, wie wir das leben können, wie wir sozusagen die Rahmenbedingungen dafür schaffen können, ein solches Zusammenwirken auch zu generieren. Wir sind uns einig, konstitutiv für die deutsche Universität, da spreche ich jetzt wirklich von der Universität im deutschen Staatssystem, ist ihr Charakter als eine öffentliche und eben überwiegend auch öffentlich finanzierte Einrichtung. Das unterscheidet sie ganz deutlich und das haben wir jetzt auch gerade in den letzten Monaten der Pandemie, Sie haben beschrieben im Text, wir wissen das, dass die privat finanzierten Universitäten im angloamerikanischen Bereich erheblich unter Druck geraten sind, weil ihnen eben Spendenaufkommen verloren gegangen ist und dadurch ihre Möglichkeiten auch beschränkt sind. Wir können uns glücklich schätzen, dass wir ein Staatssystem haben, das uns auskömmlich finanziert. Nun scheint aber aus diesem Prinzip der staatlichen Finanzierung, das ist meine Wahrnehmung, oft auch ein Anspruch abgeleitet zu sein auf bedingungslose staatliche Alimentierung, ohne dass es ein Rechtfertigungsbewusstsein dafür gäbe, das über die eigene intrinsische Motivation hinausgeht. Also zu sagen, der Anspruch, der Staat hat das jetzt mal zu finanzieren und ich muss dafür eigentlich nur Wissenschaft betreiben und habe keinerlei Verantwortung abzugeben. Vergleichbar macht zu Berufen aus der Kreativbranche. Ich halte
den Beruf Wissenschaftler, Wissenschaftlerin für einen Kreativberuf. Sind zwar im öffentlichen Dienst, haben entsprechende Angestellten- oder Beamtenverträge, aber wir benehmen uns oft genug wie Künstler und Künstlerinnen. Wie verhält sich dieser Anspruch denn zu den unhintergehbaren materiellen Bedingungen von Wissenschaft, die sich nicht allein in den Naturwissenschaften auf Geräte, Labore und so weiter beziehen, sondern auch auf den Lebensunterhalt des Menschen? Also wie kann ich sozusagen den Anspruch erheben, dass mir mein Lebensunterhalt finanziert wird und dabei aber mich keiner Verantwortlichkeit stellen? Und so kann es dazu kommen, dass aus der Perspektive der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Aufgaben jenseits von Forschung und Lehre gerne als Zumutung empfunden werden und regelmäßig als Zumutung empfunden werden. Deshalb muss man aber kein schlechter Universitätslehrer oder eine schlechte Universitätslehrerin sein, wenn man sich so fühlt oder wenn man das so empfindet. Ich kenne genügend Kolleginnen und Kollegen in meiner Fakultät, die ausgezeichnete Lehrer und Lehrerinnen sind und herausragende Forscherinnen und Forscher, die aber wahrscheinlich genau deshalb meinen, die Organisationsregeln, wie ich sie eben beschrieben habe, als bedrängend kennzeichnen zu müssen. Und ich glaube, mit diesem Widerspruch müssen wir auch lernen, umzugehen. Die Universität als Organisation kann meines Erachtens nur erfolgreich sein und sich weiterentwickeln, wenn sie dafür sorgt, dass alle ihre Angehörigen motiviert zu dem Zusammenwirken sind und die Freiräume haben, an der permanenten Reform mitzuwirken. Und das gilt für die dauerhaft Beschäftigten ebenso wie für die vielen in prekären Verhältnissen beschäftigten Kolleginnen und Kollegen auf den befristeten Verträgen. Und ich glaube, nur wenn wir dort eine gemeinsame Basis schaffen, also eine Form auch gemeinschaftlicher Identität im Profil, und zwar sowohl an den einzelnen Standorten wie auch für die Organisation, die Institution Universität schlechthin, dann wird die Universität die schöne Zukunft haben, von der Sie gerade gesprochen haben, Frau Buss. Vielen Dank. Ja, vielen Dank auch an Sie, Herr Grohe. Vielleicht drei Hauptpunkte, Herr Alt, die Sie jetzt nochmal ausführen. Ja gut, dann macht es mir das einfacher, wenn ich dann das etwas bündeln kann. Vielen Dank, Frau Busse, Herr Grohe, für die sehr reichen Kommentare, die Sie gerade gegeben haben. Frau Busse, Sie haben im Grunde genommen ja die Transformationsaufgabe oder Gestaltungsaufgabe der Universität beschrieben, vor der wir alle stehen. Und meine Antwort auf die darin implizierte Frage, wie können wir das schaffen, ist, wir sind mittendrin. Und wie oft merken wir das gar nicht? Ich denke, dass wir gerade ganz unabhängig von der Pandemie, die ich gerne mal aus dem Bild ausklammere, wo ich sagen würde, wir haben viele Einflüsse, die da wirken werden in die digitalen Tools hinein, Kommunikationsformen, die die Universität in Zukunft beeinflussen werden. Aber wenn es um diese großen Aufgaben geht, können wir das, glaube ich, relativ gut außerhalb dieser Krisensituation beschreiben. Erstmal als ein Geschehen der Vervielfältigung, der neuen Entwicklung von Umgangsformen und Kulturen, der Chancenverbesserung und vor allen Dingen. Oben anfassen. Gut. Mikro oben anfassen. Dann haben wir das, glaube ich, zu beschreiben als eine Aufgabe, die vor allen Dingen das, was ich vorhin unter dem Gesichtspunkt des Wachstums beschrieben habe, tatsächlich umsetzen muss. Und da gibt es eine ganze Menge Schwierigkeiten. Das eine ist natürlich die Gefahr der Überforderung. Also, dass der Kernbereich Studium, Lehre, Forschung ergänzt wird durch eine so große Vielzahl von Aufgaben, dass es unter Umständen zu Belastungen kommen kann im System. Die zweite Herausforderung, die ich sehe, ist, dass wir natürlich, um beispielsweise die Kulturen des Miteinander zu pflegen, um Karrierechancen zu verbessern, Regeln brauchen. Das ist gut, aber der Nachteil von Regeln ist immer auch, dass Regeln Freiräume einschränken. Und ich glaube, in diesem Dilemma sind wir oft, wenn wir zum Beispiel Fragen des Umgangs auf dem Campus, des Miteinander, des Umgangs mit bestimmten Themen, mit bestimmten politischen Herausforderungen diskutieren. Ja, das, was gerade in den USA und England vielleicht noch etwas stärker aktuell die Campus-Situation bestimmt, uns aber auch bald bestimmen wird, ist so ein Beispiel dafür. Wir müssen, glaube ich, eine gute Balance finden zwischen der Bewältigung der Aufgaben, der Entwicklung von Regeln, die uns das leichter machen, und der Erhaltung von Freiräumen. Also meine einzige Sorge ist eigentlich, dass die Universitäten bei dieser Vielfalt von Aufgaben zu einer Überregulierung kommen, die dann auch wieder die Autonomie beeinträchtigt und vielleicht auch das Wohlgefühl, was Sie gerade zu Recht ja auch adressiert haben, dass
einer Universität ja auch vermitteln soll, dass sie ein Ort ist, wo man gerne forscht, lehrt, lernt und kommuniziert, mit Respekt, mit Anerkennung der Person, der Unterschiede der Person arbeitet. Das alles ist wichtig, aber es darf nicht in eine Überformalisierung kommen. Das wäre der eine Punkt. Der zweite Punkt bezogen auf Herrn Grohe, die institutionelle Seite. Sie haben im Grunde genommen an einer Vielzahl von Indikatoren den Grundwiderspruch beschrieben zwischen dem Anspruch auf Autonomie und dem Anspruch auf Organisation. Und das ist ein Grundwiderspruch, der die Universität in bestimmten Punkten sehr gut gelöst hat, wo in anderen Punkten aber Probleme bleiben. Ich glaube, dass man zum einen sagen kann, gut gelöst ist das da, wo die Organisation sich auf die Ermöglichung von Rahmenbedingungen bezieht und die individuelle Freiheit dadurch aber gerade gesichert wird. Also wir können beispielsweise Prüfungsordnungen etablieren, die zum Teil sehr mikrologisch genau regeln, wie Prüfungen abgehalten werden und was da geprüft wird. Und trotzdem ist die Freiheit der Lehre dadurch nicht eingeschränkt, sondern das ist eine Organisationsform. Also die Spielräume für die Einzelnen bleiben. Aber es gibt auch andere Bereiche, wo das nicht so ist. Also wo zum Beispiel durch die Festlegung von Zielzahlen, von Indikatoren innerhalb von 4 Jahren im Rahmen von Hochschulverträgen tatsächlich die Institution auf einen klaren Pfad gebracht wird, wo vielleicht Einzelne innerhalb der Institution sagen, das ist überhaupt nicht der Weg, den ich will. Und trotzdem ist sie unterstellt diesem Pfad und muss diesen Pfad gehen. Also die Einschränkung der Autonomie erfolgt nicht durch politische Intervention, durch Funktionalisierung oder Ideologisierung der Universität zur Unterwerfung unter staatliche Zwecke oder unter merkantile Zwecke, sondern sie erfolgt über diese Feinsteuerung oder auch die globalen Ziele. Und ich glaube, in diesem Grundwiderspruch leben wir seit mehreren Jahrzehnten, seit 2 Jahrzehnten fast schon jetzt. Und auf der einen Seite würde ich sagen, man muss sehr, sehr aufmerksam und sensibel darauf achten, dass diese Zielfestsetzung nicht zu einem Übermaß an Regulierung führt und zugleich aber anerkennen, dass natürlich bestimmte Rahmenbedingungen auch erforderlich sind. Also gerade vor dem Hintergrund der verantwortlichen Nutzung des Geldes ist das, glaube ich, ein Ziel. Also ich würde ja nicht sagen, dass ich in allen Punkten dieser neoliberalen Agenda zustimme, aber ich glaube schon, dass eine gewisse Bindung der Mittel erforderlich ist. Und das am Ende bleibt eigentlich diese Frage, das ist der dritte Punkt, wie viel individuelle Freiheit ist in diesem System, das auf sich immer wieder schaut, mit dem Anspruch, autonom sein zu wollen, wie viel individuelle Freiheit ist da möglich? Und diese individuelle Freiheit, Kreativberuf, Professur, finde ich, ist ein sehr, sehr passender Begriff, diese individuelle Freiheit ist, so wäre meine Einschätzung, in den letzten Jahren sicherlich an einigen Punkten geringer als früher. Also die Generation derjenigen, denen ich begegnet bin als Professorinnen und Professoren, die hat viel, viel mehr Freiräume gehabt. Die haben sie sich genommen teilweise. Teilweise waren sie einfach da. Das begann mit der Frage, wann man lehrte, wie man lehrte, vorbereitet oder nicht vorbereitet. Das waren schon sehr kreative Spielräume, die da genutzt wurden. Könnte man anekdotisch unterlegen, das lasse ich jetzt mal lieber. Und das ist, denke ich, ganz eindeutig so. Diese Art von Freiheit, die wirklich erzeugt hat, auch dieses Gefühl, es gibt gar keine Regeln. Also man kann auch mal in einem Seminar nur über 3 Sätze von Heidegger reden, 15 Sitzungen lang, so Michael Theunissen in dem Seminar Heidegger, was ist mit der Physik? Nur 3 Sätze. Das kann unglaublich produktiv sein, würde natürlich auf klassische Weise die Bologna-konformen Modulziele verfehlen. Das geht nicht. Kann man aber machen. Also da ist eine große Grundspannung da und das ist natürlich auch eine Verlustgeschichte. Ich würde jetzt aber nicht in diese Position verfallen zu sagen, es ist ein immer weniger an Freiheit, sondern es ist einfach ein anderes Bild der Universität. Ich hatte den Eindruck, dass die, die damals diese Freiheit für sich reklamiert haben, oftmals auch nicht richtig glücklich waren mit dieser Freiheit. Die Lehrenden nicht, aber am allerwenigsten die Studierenden. Es gab auch viele, die darunter sehr litten, dass es keine Verbindlichkeit gab, keine Strukturen. Und ich glaube, diese Paradoxie muss man irgendwie aushalten und man muss einen Mittelweg finden. Keine Überregulierung, aber trotzdem Rahmenbedingungen. Bologna hat es
gegenteilige Extrem versucht, eine entsprechende Überformalisierung bis ins Absurde hinein, in die Detailsteuerung, war falsch. Der Grundsatz aber eigentlich Vergleichbarkeit schaffen und dadurch auch Strukturen einziehen, war richtig. Also ich glaube, es hilft nichts, auch wenn es bei Logau heißt, in Gefahr und größter Not bringt der Mittelweg den Tod, was Alexander Kluge in einem berühmten Film, die Artisten in der Zirkuskuppel ratlos als Motto zitiert, auch wenn das so sein mag, also in dem Fall ist ein Mittelweg sinnvoll. Also wir brauchen eine gewisse Regulierung, wir brauchen eine gewisse Verbindlichkeit, wir müssen aber auch auf der anderen Seite immer diesem hohen Anspruch auf autonome Freiheit in Studium, Lehre, Forschung geltend machen. Den müssen wir erhalten. Ja, vielen Dank. Ich gebe jetzt gleich weiter an die Seite Linke. Ist für mich, ich möchte aber noch sozusagen auf den Notizzettel für uns gewissermaßen schreiben, dass diese Frage Arbeitgeberin der Zukunft, wie soll das eigentlich aussehen, dass wir die vielleicht doch noch weiter im Blick behalten, weil ich sehe die Spannung zwischen der Kreativität, die von der Wissenschaft erwartet wird, auf der einen Seite und die Idee, eine Arbeitgeberin zu werden, wie im Grunde andere Arbeitgeber auch, die ja auch auf Diversität, nicht Perspektiven, Sicherheit für die Mitarbeiterinnen und dergleichen Wert legen, dass diese Spannung noch nicht wirklich aufgelöst ist. Aber dass das für uns und besonders für unsere Mitstreiterin auf der rechten Seite eine besondere Brisanz hat. Also wie lässt sich wissenschaftliche Kreativität mit tarifrechtlicher Absicherung vereinbaren? Durch Binnendifferenzierung oder durch ein einheitliches Konzept? Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das muss man sicher noch besprechen. Aber jetzt beginnt die nächste Runde. Und es beginnt, glaube ich, Helena Burkhardt und Mira schließt sich dann an mit der ersten Frageabteilung, auf die Sie dann wiederum kurz antworten würden. Und dann haben wir noch zwei Fragen und nochmal zwei Fragen. Ja, Helena. Meine Frage würde noch einmal einen Schritt zurückgehen zur universitären Lehre. Die ist ja jetzt gerade im Zug der Corona-Pandemie uns allen noch mal stärker ins Blickfeld getreten. Und grundsätzlich bewerten Sie in Ihrem Buch die Lehre an der Uni besser als Ihr Ruf, auch die digitale Lehre. Aber Sie bemängeln doch, dass sie sich oftmals nicht an moderner Didaktik orientiert. Und in diesem Zuge entwerfen Sie Kriterien, die einer Lehrverfassung für Universitäten zugrunde liegen könnten. Darin ist zum Beispiel enthalten, dass bei Neuberufungen und Neueinstellungen Lehrproben verpflichtend abgegeben werden müssen und die Lehrleistung viel stärker ins Gewicht fallen sollte, als sie das aktuell tut. Sie fordern einen intensiveren Austausch von Lehrenden untereinander beispielsweise und eine Anerkennung von innovativen und modernen Lehrleistungen durch zum Beispiel Preise. Und an dieser Stelle habe ich mich gefragt, ob Sie da nicht zu sehr auf den Nachwuchs und die Eigeninitiative von Lehrenden setzen und ob wir nicht tatsächlich striktere Qualitätskontrollen bräuchten, die wirklich garantieren, dass gewisse, ich sage mal, didaktische Standards auch eingehalten werden. Das wäre meine Frage. Ja. Mila? Meine Frage geht auch in die Richtung Lehre und zwar sagen Sie ja schon in Ihrem Statement, gehen Sie in Ihrem Statement schon auf Humboldt und wie Forschung und Lehre miteinander verzahnt sind ein. Ich glaube, in Ihrem Buch fassen Sie das zusammen unter dem Begriff forschungsbasierte Lehre. Dessen Ziel es sei, Theorie, Methodik und Erkenntnisprozesse den Studierenden verständlich zu machen. Das ist eine Zielsetzung der Lehre, die der Universität eigen sei und, so sagen Sie selbst, für die Berufsqualifikation völlig überflüssig ist, also anders als eine Ausbildung. Und ich habe in diesem Zusammenhang eine ganze Reihe an Fragen, nämlich für wen außer dem Lehrenden ist denn dann forschungsbasierte Lehre überhaupt relevant? Nur für die potenziellen Nachwuchswissenschaftlerinnen, aber wenn es schon so viele Nachwuchswissenschaftlerinnen gibt, denn sie schreiben auch, wofür benötigen wir 174.000 Doktoranden, warum überhaupt nur forschungsbasiert lehren? Und ist das Modell der Fachhochschule, also Forschung mit größerem Praxisbezug, dann nicht zeitgemäßer? Also bräuchten wir quasi ein zusätzliches Zahnrad, Lehre, Forschung und Praxis? Ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank für die sehr konkreten Fragen, die auch konkrete Antworten ermöglichen. Also das Thema Lehre hat sich, während ich das Buch schrieb, ja in einer sehr dynamischen Weise, ich will nicht sagen verändert, aber doch entwickelt. Also mein Eindruck ist, dass durch die Pandemie das Thema Lehre viel stärker an der Universität präsent ist, klar, als vorher und dass man viel mehr auch über das spricht, was die Lehre auszeichnet. Also das, was ich früher mal beklagt habe, man redet über den letzten Kongress, den man besucht hat, über die Drittmittel und über das ärgerliche Rektorat, das wieder dies und jenes getan hat. Das sind so die drei Lieblingsthemen, wenn ProfessorInnen sich treffen. Das ist ja nicht mehr so. Also man redet auch über die Lehre. Das
habe ich immer beklagt, dass das fehlt, aber das ist, glaube ich, ein Teil des Alltags und ich hoffe, dass das so bleibt, dass man über ganz konkrete Fragen spricht, wie kann ich das umsetzen, warum reagieren die jetzt hier nicht, und so, dass man sich wirklich im Erfahrungsaustausch befindet. Ihre Frage ging aber auch noch weiter. Ich habe in der Tat sehr, sehr konkrete Erwartungen, was Berufungsverfahren angeht und auch die Qualifizierung, und ich denke, das ist auch wichtig, das ist das, was die Weichen für die Zukunft stellt. Sie haben aber recht, natürlich muss man sich auch der Frage stellen, wie verbindlich sollen bestimmte Dinge sein. Ich habe an der Freien Universität bei Neuberufungen immer darauf Wert gelegt, dass auch das Thema Lehre in den Zielvereinbarungen bedacht war und vor allen Dingen auch sichergestellt, dass Qualifizierungsangebote genutzt wurden. Das kann man nicht vielleicht erzwingen, wenn jemand das nicht will, das ist schwierig, aber es ist gerade auch da wieder bei der jüngeren Generation, bei denen, die jünger waren, die wir berufen haben, deutlich gewesen, dass sie das nicht nur bereitwillig taten, sondern eigentlich auch erwarteten. Also hat sich viel verändert und ich glaube schon, dass man die Verbindlichkeit durch so eine Lehrverfassung steigern könnte, also durch eine Magna Carta für die gute Lehre. Das können die Fachbereiche ja auch unterschiedlich machen. Das hängt von Fachkulturen ab. Das fände ich schon wichtig. Also da ist mir sehr daran gelegen. Dann gibt es ja immer die Frage, ich bin gerade Mitglied in einer Arbeitsgruppe im Wissenschaftsrat über Rahmenbedingungen von Studium und Lehre. Wie kann man denn die Reputation steigern? Die Forschungsreputation entscheidet über die Karriere, nicht die Lehrreputation. Ich würde sagen, da brauchen wir so ein gewisses Durchhaltevermögen, weil sich das auch ändert. Also ich überschaue das ja nun schon mehrere Jahrzehnte und das war eben auch wieder die Ambivalenz, die Freiheit, die sich die Lehrerinnen und Lehrer, die ich hatte, genommen haben, die führte zu brillanten Ergebnissen, aber auch zu katastrophaler Lehre. Also die Bandbreite war viel größer. Es waren wirklich Dinge, die man heute, glaube ich, nicht mehr erlebt in der Lehre, so großartig und eindrucksvoll, aber es waren auch unterirdisch schreckliche Leistungen. Mein Eindruck ist, dass es hier so ein bisschen nivelliert hat, weil auch die, die schlechte Lehre machen, inzwischen wissen, sie müssen mehr investieren. Aber im Kern geht es um die Verbindlichkeit. Und dann wird man auch, glaube ich, die Lehrkultur als ein Indikator von Karrieren und die Lehrerfahrung und die Lehrkreativität mehr berücksichtigen. Wir haben inzwischen viele Foren. Seitens der HAK gibt es zum Beispiel das Hochschulforum Digitalisierung, was auf Lehrthemen vor allen Dingen abstellt, wo Erfahrungsaustausch stattfindet. Wir haben Lehre hoch N als ein Forum, das auch sehr intensiv genutzt wird. Also es gibt diese Möglichkeiten und man muss sie aber auch innerhalb der Universitäten schaffen. Also ich würde immer sagen, so wie man eben Forschungskolloquien macht, wo sich die Forschenden treffen, man muss auch ein Lehrkolloquium machen. Warum soll man nicht eigentlich in jedem Institut sowas etablieren, wo man sagt, wir machen einen Jour fix, wo man sich nur über Fragen der Lehre unterhält. Und zwar können das technische Dinge sein, die mit virtueller Lehre zu tun haben, aber auch didaktische Fragen. Ich glaube, dass das fast wirkungsvoller wäre, als nur auf die Qualifizierung zu setzen, dieser Austausch. Also das würde ich initiieren, und wenn man jemanden neu beruft, kann man sagen, also man braucht jemanden, der den Anfang macht, und den fixt man an oder die und sagt, machen Sie das doch mal im Institut, schlagen Sie das mal vor als neue Idee. So, jetzt die Frage der Forschungsorientierung. In der Tat, Sie haben das ein bisschen pointiert mit dem überflüssig, aber das stimmt nicht. Also für das, was dann später im Berufsleben getan wird, ist das zu 80-90% nicht wichtig, diese Forschungsorientierung. Aber es ist eben eine Denkschulung, die entscheidend ist. Und das ist ja das, was hinter Humboldt auch steht, der ja nicht Beamte haben wollte, die Register ihrer operativen, administrativen Maßnahmen abklappern konnten, sondern der wollte ja Leute, die auch in der Lage sind, mit Problemlösungen umzugehen, zu denken in Varianten, Optionen. Das, was Wissenschaft reich macht, ist, dass sie die Welt verdoppelt, indem sie nämlich nicht nur das Wirkliche zeigt, sondern auch das Mögliche. Und das ist das, was uns befähigt, Lösungen zu finden und anspruchsvoll zu handeln, nicht nur auf Kompetenzen zurückzugreifen, sondern in unserem intellektuellen Spielraum uns zu bewegen. Und den muss man ausbauen. Und den müssen alle, finde ich, entwickeln, die eine verantwortungsvolle, auch für sie erfüllende Tätigkeit im Berufsleben wahrnehmen wollen. Deswegen glaube ich, ist das wesentliche Unterscheidungskriterium, das auch für das Bachelorstudium schon gilt, gegenüber einer Berufsqualifizierung, wobei ich unter uns sage, es gibt viele Berufsausbildungen, die da auch schon in die Richtung gehen. Wir haben in Deutschland ein sehr, sehr hohes Niveau der dualen Ausbildung, wo wir durchaus auch in Berufen, Mechatroniker oder dergleichen, solche Elemente drin haben. Aber das, glaube ich, brauchen wir unbedingt. Das würde ich immer hochhalten. Deswegen steht auch bei mir nicht überflüssig, aber es ist eigentlich im engen Sinne eben nicht dem Zweck des Berufslebens später direkt für den Zweck erforderlich. Aber es ist nötig für diesen Horizont. Praxis, ja.
Ich würde aber auch sagen, man sollte das nicht überschätzen. Also natürlich sind die HAWs, die Hochschulen für angewandte Wissenschaften, dafür zuständig, stärker Praxiselemente einzubauen. Also ich finde immer, dass dieser Praxisbezug auch in einem Lehramtsstudium beispielsweise, aber auch in anderen Bereichen drin sein sollte, dass wir das im Bachelor ja auch implementiert haben. Aber ich würde warnen davor, dass wir mehr Praxis brauchen. Also wer das Gefühl hat, ich brauche mehr Praxis, muss sich vielleicht dann auch selber überlegen, ob er oder sie nicht in einem anderen Bildungssystem besser aufgehoben ist. Das klingt jetzt arrogant, aber es ist gar nicht so gemeint. Ich finde, dass dieser Praxisbezug exemplarisch sein sollte, aber wenn der einen zu hohen Anteil ausmacht, dann verändert sich auch der Kern des Studiums. Und ich finde, diese Wissenschaftsorientierung durch Forschungsorientierung, die sollte in jedem Fall als Hebel drin sein im Studium. Ja, vielen Dank. Es ist natürlich eine ganz wichtige Aussage und ein ganz wichtiger Knackpunkt an dieser Stelle. Denn die Forschungsbasierung, das schreiben Sie ja selber auch völlig zu Recht, ist das im Grunde die zentrale Idee der universitären Lehre. Und wenn man jetzt sagt, naja, für den Alltag, für den beruflichen Alltag braucht man das im Grunde in einem sehr allgemeinen Sinne, dann hat man im Grunde doch das, was Forschungsorientierung mal hieß, wieder rausgekürzt. So, das ist... dass es vielleicht doch hier an dieser Stelle so ist, dass in Gefahr und größter Not der Mittelweg den Tod bringt. Aber das lasse ich nur so als Zwischenruf. Bitte Charlotte und die Lara oder die Lara und Charlotte, ich weiß gar nicht. Ich glaube jetzt die Lara, ja. Ein Aspekt von Diversität ist das Thema Migration. So schreiben Sie in Ihrem Buch, dass sich 20% der Studierenden an deutschen Universitäten einen Migrationshintergrund aufweisen und somit auch 26% der Gesamtgesellschaft mehr, also fast schon einen Querschnitt der Gesellschaft abbilden. Sie haben jetzt vorhin aber einen Umstand unterschlagen, den Sie aber in Ihrem Buch nicht unterschlagen, nämlich den Aspekt, wie es unter dem wissenschaftlichen Personal aussieht. Dort ist die Lage nämlich ganz anders. Dort bilden wir in keinen der genannten Dimensionen auch nur ansatzweise den Querschnitt der Gesellschaft ab. Gleichzeitig merken Sie aber auch an, dass Sie Abstand von aktuellen Strukturen wie Rechtsaufsichten, Verwaltungsstrukturen, Beauftragten nehmen möchten und versuchen sozusagen die Bewältigung dieser Aufgabe der rein menschlichen Vernunft zu überlassen, indem Sie sagen, dass es das ureigene Interesse der Universität eigentlich sein sollte, Heterogenität zu fördern, weil sie eben auch Kreativität und Produktivität fördert. Ich halte das für ein schwieriges Anliegen, weil ich nicht glaube, dass das reine Wissen darüber, was richtig oder vernünftig wäre, uns dazu befähigt, auch so zu handeln. Deshalb wäre meine konkrete Frage, ob die andere Vorschläge haben, wie wir dieses sehr langsam anschreitende Problem der Heterogenität und Diversität unter den wissenschaftlichen MitarbeiterInnen verändern können. Charlotte? Ich wollte noch auf die Aufbruchsstimmung in der Campuskultur, die Sie auch in verschiedenen Phasen der deutschen Universität umreißen, zu sprechen kommen. Und gerade anhand der Studierendenbewegungen und dass die auch innerhalb des Buches teilweise verschieden bewertet werden, das kommt vielleicht auch durch ihre eigene biografische Position zustande. Aber zum Beispiel die Streitkultur der 68er wird ja nicht nur den Gegensätzen dargestellt, sondern auch positive Auswirkungen für die Paritätsansprüche der Studierenden oder Abbau von Hierarchien in Universitäten als Langzeitwirkung beschrieben. Wo Sie auf die neueren Entwicklungen zu sprechen kommen, beschreiben Sie auch gerade diese Cancel Culture, die sich auch teilweise in ausländischen Universitäten breit macht. Aber ich wollte vielleicht auch aus meiner eigenen Erfahrung als Habilitantin in der Ethnologie sprechen und sagen, dass innerhalb der Ethnologie sind zum Beispiel diese Aufrufe zur Dekolonialisierung der Lehre, aber auch der Fakultäten
sehr wichtig gewesen. Und diese jüngsten Aufrufe, die auch oft von Studierenden kommen, aber auch durch Nachwuchswissenschaftlerinnen und auch durch das Professoriat mehr und mehr durchgehen, auch sehr positive Auswirkungen haben, zum Beispiel für die globale Inklusion, auch aus dem globalen Süden, oder um die historische Verantwortung der Disziplin aufzuarbeiten. Und da wollte ich einfach nochmal Sie einladen, auch über positive Beiträge der Studierendenbewegungen und der Aufbruchsstimmung, die im Moment herrscht, zu sprechen und auch möglicherweise Ihren Beitrag zu der Multiversität, die Sie beschreiben, nochmal zu sprechen zu kommen. Ja, vielen Dank. Das erfüllt ja auch diesen erstmal sehr abstrakten Begriff Diversität nochmal von zwei ganz verschiedenen Perspektiven. Ich glaube, die erste Frage, die Sie gestellt haben, ist die schwierigste von allen Fragen. Die wiederholt in gewisser Weise unsere Erfahrungen bei der Gleichstellung, was die Förderung von Wissenschaftlerinnen angeht, wo wir auf einer sehr, sehr langen Wanderung durch einen langsamen Fortschrittsprozess sind, der ja immer noch nicht abgeschlossen ist. Also wir haben, glaube ich, den Höchstwert 35% Professorinnen an einer einzigen deutschen Universität. Ansonsten gibt es aber auch viele, wo wir unter 20% liegen. Und wenn Sie eben jetzt den Faktor Diversität berücksichtigen und schauen, wie viele Menschen mit einer Migrantinnen- oder Migrantenbiografie oder also aus einem biografischen Hintergrund sind auf einer Professur, dann ist die Zahl eben deutlich niedriger. Und wir haben aus den Erfahrungen der Frauenförderung gelernt, dass dann, wenn die Decke durchstoßen ist und der erste Schritt gemacht worden ist, der Prozess länger, schneller geht. Ich weiß, dass ich an meiner Universität einen einzigen Fachbereich hatte, wo das mit den Berufen von Frauen überhaupt nicht funktionierte. Das war die Betriebswirtschaftslehre. Und das hat dann irgendwann tatsächlich, ich will nicht sagen zu Zwangsmaßnahmen geführt, aber zumindest zu Druckkulissen, und die haben dann auch gewirkt. Aber es ist entsprechend dann natürlich auch sehr mühselig, wenn es so langsam vonstatten geht, dass es dann nur eine Professur ist. In anderen Fachbereichen entwickelt sich das dann besser. Was kann man daraus lernen? Das ist ja wichtig, dass man sich das anschaut und sagt, wir wollen ja nicht nochmal so langsam sein. Also ich habe leider kein wirkliches Patentrezept Ihnen zu bieten. Ich bin so ein bisschen skeptisch, dass mit einem Beauftragtenwesen das besser wird. Ich finde es wichtig, dass die Universitäten eine Diversitätsbeauftragte haben und dass das auch eine Position ist, die jetzt nicht automatisch von der Frauenbeauftragten mit wahrgenommen wird. Das ist meine Überzeugung, das klar zu sagen. Also diese Position braucht man. Ob man dadurch oder ob die Universität dadurch einen schnelleren Weg zu einer entsprechenden Berufungspraxis findet, bin ich nicht so sicher. Ich glaube, das Entscheidende ist, dass man nochmal, dass deutlich gemacht wird, dass eben die Vielfalt der Personen, die studieren, eben gespiegelt werden sollte, auch durch eine entsprechende Vielfalt bei den Lehrenden, und dass wir das nicht haben und dass man da einfach sensibilisieren muss. Und das, vielleicht ist es am Ende tatsächlich meine Überzeugung, dass es durch nur Einsicht geht und nicht durch Zwang. Wir haben vielfach ja auch bei der Frauenförderung versucht, mit Quotierungen ist gearbeitet worden. Das war nicht wirklich so richtig erfolgreich. Also vielleicht muss man auch den anderen Weg wählen und eine Radikalkur machen, also wie das zum Teil in den USA oder manchmal auch in den Niederlanden jetzt der Fall ist. Würde ich mir gerne mal angucken, wie das wirkt. Also Nijmegen hat ja jetzt mal für ein paar Jahre gesagt, wir berufen nur Frauen zum Beispiel. Ob man das bei der Diversität auch so machen kann, ich weiß nicht. Also ich bin sehr skeptisch, ob das wirklich funktioniert und ob das dann auch zu einem guten Miteinander führt, wenn das über diesen Weg läuft. Was ich wichtig finde, ist tatsächlich die Sensibilisierung für Bereiche, in denen wir gerade in Deutschland vielleicht nicht so sensibel sind wie in anderen Bereichen. Also Sie haben gerade Kolonialisierung genannt, dass wir diese großen Prozesse von Ausgrenzung, von Diskriminierung in allen Fächern besser vermitteln, sichtbar machen. Wogegen ich mich nur wehre, ist, Dinge auszustreichen aus dem historischen Gedächtnis, indem man sagt, das verletzt uns, deswegen dürfen wir uns damit nicht beschäftigen. Als historisch arbeitender Wissenschaftler muss ich mich dagegen wehren und ich muss sagen, auch Texte, die uns verletzen, die uns fremd sind, zum Glück inzwischen fremd sind, weil wir in einer anderen Zeit leben, müssen wir lesen, um zu verstehen, dass die Welt mal anders war. Und Geschichte ist nichts, was uns zeigt, dass früher alles genauso war wie heute, sondern zeigt, wie schmerzhaft anders es oft war. Und Geschichte tut weh. Und wenn Geschichte nicht weh tut, vermittelt sie uns auch keine Lehren. Und wenn Geschichte
verkürzt wird auf Bilder, die uns nur gefallen, weil sie uns ähnlich sind, dann ist Geschichte nicht mehr der Ort, durch den wir was lernen. Da bin ich strikt. Wo ich aber sehr dankbar bin für diese Prozesse der Sensibilisierung, das ist da, wo die einzelnen Fachexpertisen uns zeigen, was in der Geschichte an Diskriminierung und Ausgrenzung stattgefunden hat. Und da würde ich auch nochmal anschließen an das Thema Qualifizierung und Derqualifizierung. Was ich mir wünschen würde, ist bei den Promovierenden, dass sie auch mehr lernen über die Geschichte ihres Fachs, gerade im Hintergrund auch vor solchen Ereignissen, also der kolonialen Zeit oder des Dritten Reichs. Ich finde es wichtig, dass ob das die Chemikerin, Physikerin oder der Historiker ist, sie alle lernen, Germanistik, ja, was im Dritten Reich passiert ist. Wenn das Curriculum nicht reicht für den ganzen Durchgang vom kopernikanischen Zeitalter angefangen, dann wäre ich dankbar, wenigstens da dafür, wenn in den Kolloquien für Doktorandinnen und Doktoranden etwa in der Physik mal berichtet wird darüber, was Physik tat zwischen 33 und 45. Das ist jetzt noch nicht die ganze historische Bandbreite, der Kolonialismus gehört dazu, aber es wäre ein großer Fortschritt. Das fände ich wichtig. Das fehlt aber. In den Naturwissenschaften haben sie fast kein Verständnis für die Geschichte des Fachs. Wenn ich das vorgeschlagen habe, hieß es immer, wieso sollen die das wissen? Es war doch alles falsch. Wir lernen doch nichts, was falsch ist. Ja, Mathematiker haben auch keine Geschichte. Die beschäftigen sich nur mit Gegenwart. Also Fachgeschichte spielt in vielen Fächern gar keine Rolle. Wieso soll man das machen? Ja, das bringt uns ja gar nichts mehr. Wir sind ja längst viel weiter. Das ist tatsächlich die verrückte Antwort. Und dieses historische Bewusstsein braucht man ja, weil man ja auch jungen Menschen sichtbar machen muss, wo ihr eigenes Wissen nicht missbrauchssicher ist, sondern missbraucht werden konnte, also auch ergo jetzt heute wieder missbraucht werden kann. Das fände ich wichtig. Ja, vielen Dank. Charlotte, noch einmal. Ja. Also da komme ich jetzt auch auf diese Vielfalt der Karrierewege zu sprechen, die Sie ja auch in Ihrem Buch beschreiben. Können ja auch durchweg auch positive Auswirkungen haben, zum Beispiel durch den individuellen Zuschnitt auf die Stärken von Nachwuchswissenschaftlern, SchaffnerInnen vor allem. Aber gleichzeitig sieht man da auch, gerade bei Mittelbau, dass differenzierte Qualitätsansprüche gestellt werden. Also ich denke jetzt hier zum Beispiel an JuniorprofessorInnen, die sich zum Beispiel durch den Aufbau eines Studiumprogramms nützlich für eine Fakultät erweisen, wobei ForschungsgruppenleiterInnen durch ihre Publikationen oder durch Drittmitteleinwerbungen glänzen. Und gleichzeitig, gerade in dieser Berufungsphase, werden oft einheitliche Qualitätsmaßstäbe angewendet, die für viele dann angstauslösend oder unübersichtlich empfunden werden. Wir hatten ja auch hier schon gerade eben solche Beispiele wie forschende Lehre oder die Öffentlichkeitsarbeit erwähnt. Die Frage ist, wie weit dieser Wildwuchs der akademischen Werdegänge auch im positiven Sinne besser gewertschätzt werden kann an einer Universität und sodass sie auch langfristig weitergeführt werden können. Mhm, vielen Dank. Mila? Ich knüpfe noch, genau, kein Problem. Ja. Gar kein Problem. Ich knüpfe noch einmal daran an, nämlich eine Problematik, die Sie nicht nur in Ihrem Buch beschreiben, sondern die aktuell auch unter dem Stichwort Ich bin Hanna im wissenschaftlichen Diskurs immer präsenter ist, ist die Frage nach den Arbeitsbedingungen im wissenschaftlichen Mittelbau. Die Problematik ist, dass die Studierendenschaft immer weiter steigt, die Stellen im akademischen Mittelbau immer weiter steigen, dazu aber nicht proportional die Stelle an Professoren. Sie haben in Ihrem Buch, um dem entgegenzuwirken, eine Erhöhung der Dauerstellen auf 30% vorgeschlagen im akademischen Mittelbau. Ich frage mich, wie Sie diese 30% begründen und was wir tun können, um uns dieser Zahl zu nähern. Ja, also zunächst mal, es passt ja zusammen und leitet dann auch nochmal gut über zu dem Thema Arbeitsbedingungen. Wie können wir Arbeitgeberin überzeugen? Also in der Tat haben Sie das so beschrieben, wie es ist. Es gab mal eine Zeit, wo die Kriterien einheitlicher waren, als es noch die Habilitation in allen Fächern gab. Die ist bis auf die Geistes- und Rechtswissenschaften ja inzwischen
fast überall ersetzt worden durch einen Katalog von sehr unterschiedlichen Anforderungen. Das ist einerseits in den Fächern begründet worden damit, dass die Habilitation obsolet sei, dass sie den Publikationskulturen nicht entspreche, vielfach auch von den Postdocs als Befreiung von einem System wahrgenommen worden, das regulativ war. Ich bin der Meinung, dass es aber auch nicht nur Vorteile gibt, sondern ein Problem, das Sie gerade beschreiben, ist, dass wir jetzt stattdessen in einem sehr freien, manchmal sogar frei verhandelbaren Raum von Kriterien sind. Das geht ja damit los, dass man bei den Postdoc-Verträgen die Qualifikationsziele erstmal bestimmen muss. Das ist nicht selbstverständlich ist, es muss das zweite Buch sein oder was auch immer, sondern es hängt sehr stark von den Fachkulturen ab und den Publikationsweisen dieser Fachkulturen. Das führt natürlich zu einer neuen Unübersichtlichkeit. Da, wo die Habilitation vielleicht zu normierend war, da ist jetzt das Gegenteil der Fall. Und wir müssen in der Tat bei Berufungen vielleicht stärker auch die Vielfalt von verschiedenen Leistungen berücksichtigen. Das ist das, was Frau Busse gerade gesagt hat. Das bettet sich ja sehr gut ein in eine gesamteuropäische Diskussion über die Frage, wie kann Academic Merits und Research Performance gemessen werden? Wie kann man das tun, ohne dass man immer nur auf quantitative Faktoren, Impact und dergleichen abstellt? Und dazu gehört, dass man eben, die Formel war sehr schön, nicht? Man soll nicht den Artikel, sondern die Person lesen, dass diese Wahrnehmung der Persönlichkeit, das hat was zu tun auch mit individuellen Biografien, mit Verantwortung jenseits des Wissenschaftssystems, die wahrgenommen wurde oder nicht, mit internationalen Erfahrungen und dergleichen, dass das viel stärker einfließt. Da sehe ich aber noch einen weiten Weg. Also Fächer sind ja unglaublich konservativ. Wenn Sie mit den Fakultätentagen reden, dann haben Sie immer das Gefühl, dass alles, was sich ändern soll, des Teufels ist. Also da ist es ganz schwer, oftmals auch neue Wahrnehmungen reinzubringen. Es ist dann eben meistens die Frage, ist der Verlag exzellent, sind die Papers exzellent, also diese Publikationsorientierung ist sehr, sehr stark da. Wir haben das mit Mühe und Not jetzt bei der Lehre etwas stärker geschafft, das mit einzubeziehen, aber zum Beispiel diskutiere ich seit Jahren die Frage Wissenschaftskommunikation, ist ja nun in den letzten zwei Jahren nochmal ein sehr eigenes, brisantes Thema geworden. Darf man das berücksichtigen? Darf man so ein Engagement berücksichtigen? Also das sind alles momentan eher Willensbekundungen. Ich bin ein bisschen skeptisch, ob das gelingt, denke aber, dass dadurch, dass wir einfach diese Kriterien für eine Berufung viel freier definieren zurzeit als früher, dass wir dadurch daran auch eine Chance haben. Die Arbeitsbedingungen unter dem Gesichtspunkt von Befristung und Entfristung sind ein großes Thema. Wir brauchen befristete Stellen für Doktorandinnen und Doktoranden. Wir brauchen aber Stellen, 100% Stellen. Das ist das Erste. Wir brauchen weniger Kurzzeitverträge. Das ist das Zweite. Halte ich für das ganz, ganz große Problem, gerade der drittmittelgestützten Forschung, viel Einjahresverträge, gerade jetzt wieder gesehen, Ausschreibung für ein Exzellenzcluster, 20 Postdoc-Stellen, Dauer ein Jahr. Finde ich skandalös, um nicht zu sagen obszön. Wir haben uns dafür eingesetzt im Politischen, dass diese Cluster 7 Jahre gefördert werden und nicht nur 5, nicht nur 4. Und jetzt machen die sowas. Ich war empört, als ich das sah. Ich finde, das ist nicht verantwortbar. Das Zweite ist die Frage der Dauerstellen. 30% ist gegriffen. Es gibt keine seriöse Empirie, die sagt, es sind 30 besser als 40%. Es ist deswegen gegriffen, weil ich gesagt habe, große Universitäten müssen das stemmen können. Und es muss zugleich aber auch genügend Bewegung im System sein. Wenn alle eine Dauerstelle bekommen, sind die Dauerstellen dann irgendwann da, aber es gibt dann keine Mittel mehr für die Nachrückenden. Das ist der Prozess, den unsere Wissenschaftsministerin so mit einer sehr unglücklichen Metapher beschrieben hat, die ich jetzt hier nicht verwende, weil ich sie auch nicht benutze. Und insofern braucht man eine gewisse Balance und man soll ja auch lernfähig sein, ich würde heute das nicht mehr so schreiben, diese 30%. Ich finde es falsch, eine Zahl überhaupt zu nennen. Ich wollte nur gerne so ein wenig normativ werden und eine Tendenz angeben. Ich halte es deswegen für falsch, weil ich der Meinung bin, es ist abhängig von den Aufgaben, abhängig von den Fachkulturen. Man kann das nicht so festlegen, denn wir brauchen, das wird oft vergessen, bei denen, die zu Recht auf die Arbeitsbedingungen schauen und bessere Planbarkeit von Karrierewegen fordern. Wir brauchen natürlich auch eine Balance im jeweiligen Institut. Wenn Sie ein kleines Fach haben, können Sie nicht zu viele Dauerstellen aufbauen, weil Sie damit die Kapazität erhöhen. Das ist das Kapazitätsrecht, von dem Sie sprachen. Und damit der Fachbereich oder das Institut in die Lage kommt, dass Sie, wenn Sie nicht genug Studierenden haben, dass Sie dann zahlen müssen. Die müssen Strafe zahlen gewissermaßen dafür, dass die Studienplätze nicht ausgelastet sind. Die Auslastung bemisst sich an der Zahl der festen Stellen, an der Lehrpotenzial und an der Kapazität. Das ist also ein riesiges Dilemma. Also Sie brauchen da immer auch mehrere Faktoren, die Sie ins Spiel bringen müssen. Ich bin nur der Meinung, und das ist vielleicht
ein besserer Vorschlag als die 30%. In der Tendenz sollte es so in die Richtung gehen. Und vor allen Dingen ist wichtig, das Verfahren, wir brauchen ein Tenure-Verfahren für Postdocs auf der Dauerstelle. Wir müssen ein bestimmtes Kontingent an Stellen im Postdoc-Bereich ausschreiben mit einer Perspektive auf eine Entfristung, wo klare Kriterien festgelegt werden, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit die stattfindet, diese Entfristung. Und das halte ich für ein wichtiges System. Zweiter Punkt, und dann bin ich zu Ende. Das ist etwas, was auch uns fehlt. Wir haben ein gewisses Problem. Wenn Sie jemanden auf eine Dauerstelle setzen, ist die Person 30 Jahre auf dieser Stelle. Das ist im Bereich der privaten Wirtschaft anders, da ist die Fluktuation größer. Das ist teilweise auch bei den außeruniversitären Forschungseinrichtungen anders. Die wechseln häufiger. Das ist bei uns nicht so, das sagt eine Empirie. Vielleicht ist es daran begründet, dass die Universität dann doch ein guter Arbeitgeber ist, dass dieser Wechsel nicht stattfindet. Man will ja auch niemanden wegtreiben, aber sie haben die dann. Und diese 30 Jahre sind eine lange Zeit und erst dann ist die Stelle frei und erst dann können die anderen nachrücken. Also das, ich habe das mal durchgerechnet, wenn Sie alle 3 Jahre in einer Universität 50 Postdocs entfristen, dann machen Sie das 8-mal und dann ist die erste Generation im Ruhestand und es kostet summa summarum 45 Millionen Euro. Ja, das ist natürlich viel Geld, also es ist schwierig. Man muss deswegen irgendeine Balance finden und deswegen glaube ich, ist eine Tendenz, so ein Drittel Mittelbaustellen sollten entfristet sein, gut und würde das aber jetzt nicht zur prinzipiellen Norm machen, aber ich finde das Verfahren vor allen Dingen wichtig. Ja, recht herzlichen Dank. Im Grunde haben wir jetzt einen Stand erreicht, in dem wir auch die Diskussion öffnen können für Fragen aus dem weiteren Publikum. Aber auch gerne Frau Busse, Herr Krohe, Sie können gerne auch noch einmal wieder Stellung nehmen und die anderen natürlich auch. Gibt es denn Fragen aus dem Publikum schon zu diesem Zeitpunkt? Ja, Andreas. Ja, vielleicht nur 2 Anmerkungen. Akademiker ihren Weg und Akademikerin ihren Weg in die Institution findet. Ich denke, dass eben auch das Schnittfeld, gerade auch Diversität, geht damit sehr zusammen. Denn in der Regel trifft es dieselben Gruppen, die sozusagen als nicht den Schritt so selbstverständlich und mit der Unterstützung ihrer Familien. Und das Geld, dazu gehört auch das Know-how, die Erfahrung, die man mitbringt, jemanden, den man fragen kann. Ich spreche ganz aus meiner eigenen Erfahrung. Ich bin so ein First Generation. Und ich bin ganz naiv in die Universität hineingekommen, ganz naiv. Und ich hatte aber all diese Möglichkeiten, auch was auszuprobieren, auch mal sozusagen einen Fachwechsel nochmal zu machen und so weiter. Ich habe nicht mit Philosophie angefangen, um Gottes Willen, ich fand das Fach in der Schule furchtbar. Und das sind sozusagen Möglichkeiten, die, glaube ich, dazu gehören, zu einem System, was auch nicht zu früh in Parametrisierung erreicht. Wir tun die Studierenden leid, die vom ersten Semester an schon abschlussrelevante Leistungen erbringen. Unsinn ist das, totaler Unsinn ist das. Also das scheint mir sozusagen ein wichtiger Punkt zu sein, den wir also auch wirklich bewahren müssen und den wir nicht in den zubringen müssen. Das Zweite ist sozusagen am Schluss in der Tat die Schwierigkeit, wenn eine Generation Chancen realisiert, die andere nicht mehr hat. Also ich habe auch in meiner Karriere 2-3 Mal vor verschlossenen Türen gestanden, weil es dann solche Bewegungen gab, One generation takes it all. Und dann hat die nächste Generation sozusagen, muss dann lange, lange warten, bis sich wieder Möglichkeitsräume eröffnen. Also wir müssen, glaube ich, da auch offensiv umgehen damit, dass wir, wenn wir, das erzähle ich den Doktoranden jedes Mal, sage ich, für jeden, den wir promovieren, gibt es am Ende eine Professur. Das müssen wir ehrlich kommunizieren. Der Promotion ist ist erstmal etwas, was man in der Sache Selbstbild machen sollte. Zweitens ist, man sollte sagen, viele Alternativen im Blick haben, denn sonst wäre es zum Beispiel für mich sehr einfach, dann hätte ich gar keine Sorgen um Personalprobleme. Ich besetze eine Stelle einmal und promoviere eine Person während meiner akademischen Karriere. Das kann nicht der Sinn sein. Wir müssen also flexiblere und intelligentere Systeme haben und eben auch sozusagen kommunizieren, dass ein Stück weit ist das sozusagen auch ein Weg, in dem man
Freiheit und Risiko ein bisschen miteinander aushandeln muss. Und das muss man auch aushandeln. Das kann man auch fair gestalten. Das meine ich schon. Das kann man auch fair gestalten. Okay. Ja, vielen Dank. Erlauben Sie sich noch einmal kurz nachfragen, ob es vielleicht noch eine weitere Frage gibt oder eine weitere Stellungnahme aus dem Publikum? Sonst können Sie auch gerne sofort reagieren. Ja? Vielen Dank, Herr Speer. Ich sehe das ganz genauso. Ich habe jetzt spezifisch eben antworten wollen auf die Frage Postdoc-Stellen. Wenn man das Thema systematischer anlegt, muss man genau auf die Argumente kommen. Wir haben eben eine sehr hohe Promotionsquote, die ist weltweit höher als in den meisten anderen Ländern, definitiv als in anderen europäischen Ländern. Und das ist natürlich auch eine Qualität, dass diejenigen, die dazu befähigt sind, diese Möglichkeit haben. Es wird ja oft auf England geschaut, wo man sagt, naja, da gibt es viel mehr Dauerstellen. Ja, das stimmt, aber es gibt dafür auf der anderen Seite in jedem einzelnen Fach nur einen einzigen Chair, einen Lehrstuhl. Das ist unglaublich wenig. Und es gibt auch deutlich weniger, die promovieren. Die promovieren, die haben dann oft eine gute Chance, auf diese Position zu kommen. Ich würde auch sagen, wir brauchen da eine gute Balance, einen zu promovieren und dann 30 Jahre nicht mehr. Ja, das wäre das Falsche. Falsch ist es aber auch, wie es manchmal der Fall ist, dass regelrechte Promotionsfabriken an Lehrstühlen vorgehalten werden mit 30, 40, 50. 50 Doktorandinnen hatte ich alles, gibt es wirklich. Das ist dann nicht mehr möglich, da gut zu betreuen. Das ist das andere Extrem. Ansonsten gilt für die Promotion Ähnliches wie das, was wir vorhin besprochen haben für das Bachelorstudium, dass natürlich die Promotion eben auch für die, die jetzt nicht in die wissenschaftliche Karriere an der Universität gehen, ein wichtiges Instrument ist, mit dem sie lernen, dann Problemlösungen anzugehen und einfach auch selbstständig zu arbeiten. Das ist ein Grund, warum ich ein bisschen auf Widerstand gestoßen bin, als ich mal vorgeschlagen habe, wir sollten insgesamt unsere Promotionszahlen kritisch überprüfen, die in einigen Fachkulturen meiner Meinung nach zu hoch sind. Wurde immer darauf hingewiesen, ja, aber die Industrie braucht Promovierte, weil sie wissen, dass die dann eben auch selbstständig arbeiten. Das kann ich auch nicht vom Tisch wischen, das Argument, aber trotzdem muss man bei beiden in beide Richtungen Maß halten. Was die Varianten im Studium angeht, da ist viel verloren gegangen. Wir reparieren das jetzt so ein bisschen durch Orientierungsstudiengänge oder Studium Generale, wo in vielen Universitäten eben zwei Dinge miteinander verbunden werden. Einmal die Tatsache, dass etliche Erstsemester nicht ganz genau wissen, in welches Fach sie eigentlich gehen sollen und dadurch bessere, begründete Entscheidungen fällen sollen, aber auch damit sie ein breiteres Spektrum nochmal bekommen, ehe sie in die fachliche Spezialisierung gehen, denn das ist ja etwas, was auch nicht überall so ist, in Deutschland eher spezifisch ist, dass sie den Bachelor mit dem hohen Spezialisierungsgrad haben und nicht das nach amerikanischem Muster Studium Generale, was am Anfang erstmal steht. Und insofern ist das, glaube ich, eine richtige Tendenz. Ich finde es ganz wichtig, wenn man Studienordnung daraufhin auch gestaltet, dass in den ersten beiden Semestern nicht Prüfungen abgelegt werden, die dann am Ende in die Endnote hineingehen, sondern dass das erst mit dem dritten beginnt beispielsweise, um den Druck zu verringern, aber auch Spielräume zu schaffen und dass man eben auch einlädt und Möglichkeiten schafft zum Besuch anderer Veranstaltungen. Da ist das System leider furchtbar versäult und wenn man selber mal als Studiendekan, erinnere mich noch dran, versucht, da mehr Flexibilität zu finden, dann sieht man erstmal, dass das System eben genau das verhindern will und darauf gebaut ist. Also das ist schwierig, aber da passiert ja einiges. Ich glaube, wir haben alle erkannt, dass wir jetzt nicht die 18-Jährigen gleich in eine reine fachliche Spezialisierung bringen wollen, sondern dass wir möglichst auch einen breiten Horizont am Anfang vermitteln wollen. Deswegen finde ich dieses Studium Generale oder Orientierungsstudium an vielen Orten gibt es das ja auch sehr sinnvoll. Ja, vielen Dank. Frau Busse, eine weitere Nachfrage. Ich wollte noch mal einmal auch auf den Effekt der Pandemie eingehen. Sie sagten vorhin mal, den würde ich gerne noch mal so rausnehmen als solches. Ich bin gar nicht sicher, ob wir das überhaupt können, muss ich ehrlich sagen. Das sind jetzt 2 Jahre intensive Erfahrung, von der ich finde, dass sie also Menschen hervorgebracht hat, die vielleicht in anderer Art und Weise gar nicht so zum Vorschein kamen in bestimmten Bereichen und die auch gezeigt haben, dass wir in einer Universität eben auch tatsächlich alle brauchen und vielleicht dieses so, also so war es jedenfalls hier manchmal, was man so ja auch konstruiert, Verwaltung hier und ne, wir hier als die faire Wissenschaft und so, dass das doch irgendwie also zu einem Spirit geführt hat, der eine andere Qualität hatte. Und das auch gezeigt hat, dass wir eben in diesem komplexen System alle auch brauchen. Und dann komme ich zum nächsten Punkt, nochmal so zu Karriereentwicklung und auch Karriereentwicklungsmöglichkeiten, die ja alle haben müssen, ne? Also wenn man auch versucht, diversifizierende Karrierewege anzubieten,
die ja auch durchaus in Ordnung sind. Also es ist ja auch in Ordnung, wenn jemand in der Wissenschaft erst tätig ist und plötzlich erkennt, er ist der große Wissenschaftskommunikator und geht dann in diesen Bereich. Und ich glaube, das von den Menschen aus einmal zu sehen und nicht zu sagen, also jemanden auch mal zu fragen, was könnte denn dein Profil für die nächsten 3 Jahre sein, wo du in welcher Art und Weise dich positionieren möchtest, dich weiterentwickeln möchtest, ist ja vielleicht auch ein Weg. Und ich nochmal so in dieser Komplexität der Aufgaben, ist meine Meinung, brauchen wir ohnehin alle. Also diese Pandemie jetzt rauszunehmen, finde ich, ich glaube, also für mich funktioniert das nicht mehr mit dem, was ich erlebt habe, auch mit dem, was auch, ja, ich glaube auch alle, sage ich mal, die nächste Generation an Researchers erlebt haben. Sie haben über Diversität gesprochen, jetzt auch. Für mich ist noch klarer, dass wir da noch ganz anders rangehen müssen, auch in einer Art und Weise, die fächerkulturspezifisch ist, das haben Sie auch gesagt, aber die, wo auch immer wieder jemand da ist, der darauf hinweist. Das ist für mich eine ganz große Erfahrung und ich glaube, es lässt sich kaum zu trennen. Noch trennen. Nein, ich wollte damit auch nicht sagen, dass ich nicht erwarte, dass sich das Leben, das akademische Leben verändert nach der Pandemie. By the way, ich bin noch nicht so sicher, dass es sich wirklich tiefgreifend verändert. Ich glaube, dass es punktuell eher Veränderungen sind. Wir reden darüber in 2 Jahren nochmal. Dann werden wir sehen, wie die Prognose ist. Aber es wird sich etwas verändern. Ich habe das nur eingebettet in diese Frage des Transformationsgeschehens. Und da sehe ich einfach nochmal ganz andere Themen, insbesondere der Nachhaltigkeit, der ökologischen Umgestaltung, die vorrangig sind und die wir weiterverfolgen müssen, unabhängig von der Pandemie. Manchmal mit Mitteln, die wir in der Pandemie gelernt haben, zum Beispiel stärker virtuellen Komponenten. Aber wir müssen auch im Übrigen dieses Spannungsfeld von Nachhaltigkeit und Virtualität versöhnen. Das ist ja nicht selbstverständlich, dass das freundliche, einander zugewandte Geschwister sind, sondern das sind auch Spannungen da. Also allein schon, wenn man an die Energiebilanz denkt, die durch die digitalen Tools aufgebaut wird. Nicht? Da sind dringend Lösungen nötig. Es wird immer so getan, als ob man das versöhnen kann. Es ist nicht so einfach. Also ich würde aber dieses Plädoyer für die Nutzung der vielfältigen Möglichkeiten auf jeden Fall aufgreifen und sagen, wir müssen mehr mentorieren. Wir haben das im Hochschulsystem sehr spät getan erst. Früher wurde das gar nicht gemacht. Da wurden auch Doktorandinnen und Doktoranden nur beraten mit Blick auf die Arbeit, falls sie überhaupt beraten wurden. Das war alles so ein bisschen eher so ein Initiationsprozess als ein Qualifizierungsvorgang. Also nach dem Muster, hier gibt es geheime Regeln, die kennst du, die muss ich dir gar nicht sagen, sonst wären sie ja nicht mehr geheim und du musst die irgendwie verinnerlichen und entweder starb der Initiant oder die Initiantin oder er überlebte oder sie überlebte. Das war der Vorgang der Qualifizierung. Also so wurde akademische Nachwuchsförderung, um den schönen Begriff zu benutzen, betrieben. Das ist ja heute anders. Und da haben wir, glaube ich, einen großen Schritt vorwärts gemacht. Wir müssen, finde ich, auch noch stärker, und das gilt für alle Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer, auf solche Stärken hinweisen. Wir müssen auch diejenigen, die in so einer Qualifizierungsphase sind, darauf verweisen, dass man wahrgenommen hat, dass sie da besondere Stärken haben. Und das, da gibt es eine gewisse Scheu manchmal, Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer ziehen sich gern auf diese fachliche Expertise zurück. Ich glaube aber, dass da schon auch eine Grundverantwortung besteht. Ich weiß, das ist, wenn Sie das morgen in Ihrer großen philosophischen Fakultät diskutieren, wird es eine sehr kontroverse Debatte darüber geben. Und viele werden sagen, das ist nicht unsere Aufgabe. Aber ich denke, es gehört dazu und wir müssen da auch wieder vorbereiten. Da kommen wir wieder auf dieses Qualifizierungsthema. Es geht nicht nur um Lehrqualifizierung. Ich bin der Meinung, was völlig im Argen liegt, ist die Prüfungsqualifikation. Das muss man ja auch lernen. Und es wird auch da wieder so getan, als ob man das automatisch kann, wenn man gute Wissenschaft macht. Aber das ist genauso ein Fehlschluss wie das, dass man automatisch Lehre kann, wenn man gute Forschung kann. Also mit anderen Worten, da ist, glaube ich, viel in einem atmenden System zu tun, um die Vielfalt der Qualifikationen zu entwickeln und das Diversitätspotenzial zu nutzen. Ja, vielen Dank. Wir müssen auch langsam zum Ende kommen. Trotzdem noch einmal meine Frage. Gibt es weitere Kommentare? Ja, Julian, gerne. Ja, herzlichen Dank. Sie haben viel gesprochen über die strukturellen Rahmenbedingungen einer exzellenten Universität, über Finanzfragen. Ich würde gerne noch eine Frage zu den, sagen wir mal, kulturellen Grundlagen der Exzellenz stellen. Und ich stelle das als jemand, der jetzt hier Postdoc ist in Köln und vorher in Cambridge promoviert hat. Und da eine ganz offensichtlich andere akademische Kultur kennengelernt hat, eine viel intensivere, nicht vom Gemeinschaftsleben innerhalb der Colleges, über den Wettstreit zwischen den Colleges, den diversen Ehren, die man sich da irgendwie erringen kann, hin zu den diversen Ritualen und Traditionen, die irgendwie den Universitätsalltag strukturieren. Und das sind natürlich Dinge, deren Einfluss schwer messbar ist, aber die ganz ohne Frage auch zu der akademischen Exzellenz beitragen.
nicht von der Initiation von interdisziplinärem Austausch über die Motivation und so weiter und so fort. Und da frage ich mich, inwiefern wir da in Deutschland auch irgendwie drüber nachdenken müssten, inwiefern diese kulturelle Grundlage von Exzellenz stärker ausgebaut werden müsste. Und mich würde interessieren, ob Sie da Gedanken haben, wie das sein könnte, was Sie zuschieben würden. Ja, vielen Dank, Herr Alt. Ja, das ist eine Frage, die mich auch fasziniert, übrigens auch durch eigene Erfahrungen in Cambridge unter anderem motiviert, wo wir, glaube ich, gar nicht tief genug einsteigen können, weil wir es zu tun haben mit sehr, sehr unterschiedlichen akademischen Welten. Und das beginnt ja mit der Schule. Also diese ganzheitliche Idee eines Studiums mit Wohnen auf dem Campus, zumindest im ersten Semester und zumindest dann auch in den Campusnähe in den späteren Semestern, mit Essen, mit sozialen Aktivitäten, von Sport bis hin zum Theater. Das ist ja etwas, was wir hier nicht haben. Und das liegt auch im Schulsystem. Und das Schulsystem in den USA und England hat ja diese Komponente, das ist das Boarding-System, und das setzt sich nach Universität fort und ist also eine sehr viel stärkere Kontinuität. Für uns ist die Universität in der Regel ein Nutz, aber nicht unbedingt primär ein Lebensraum. Und da ist es beides. Und natürlich ist es auch ein Lebensraum, und das gilt gerade für die Generation, die unter Bologna-Bedingungen studiert, die viel stärker präsent ist. Vor der Pandemie war das zumindest so auf dem Campus. Und wir sind da auch in so einem Umbruch. Also wir haben das Gefühl gehabt, wir können den Anzug besser schneidern, indem wir die Ärmel anders gestalten. Und dann haben wir festgestellt, dass der Anzug nicht richtig sitzt. Kein Wunder. Wir haben bei vielen Reformen Halbherziges gemacht. Wir haben Bologna eingeführt und dabei verkannt, dass damit die Universität vom Nutz auch mehr zum Lebensraum wird, weil einfach viel mehr Präsenz auf dem Campus verbracht wird. Wir haben Systematiken der Graduate Schools implementiert in Deutschland und haben verkannt, dass dieses System eben auch auf einer ganz anderen Betreuungskultur in England und Amerika beruht. Also das sind Dinge, die fehlen. Das kann man auch nicht einfach eins zu eins übersetzen. Ich glaube, dass es aber so sein muss, dass die Universitäten da auch mehr Angebote machen müssen. Es ist aber auch so, dass die Studierenden das, glaube ich, vorschlagen müssen. Also ich habe, das klingt jetzt unheimlich konservativ, ich fand es unheimlich schade, dass in vielen Universitäten die Theatermöglichkeiten irgendwann wegfielen. Also so in den 60er Jahren war das bei den Neugründungen so, ich weiß noch in Bochum hatten wir so ein Theater, so ein Experimentiertheater, da wurde auch inszeniert. Ich habe noch selber mit Studierenden da Sachen inszeniert. Das gibt es kaum noch. Es gibt keine Redeclubs mehr, die unglaublich schulend sind. Die es in England selbstverständlich gibt, werden sie bestätigen, das ist ein ganz wichtiges Element, dieser Debattierclub, wo man auch viel lernen kann. Und was enorm prägend ist, weil Rhetorik ein tolles Medium ist, um Wissen zu vermitteln. Und das sind so Dinge, die fehlen. Da müsste man vielleicht auch gemeinsam daran arbeiten, um diesen Raum nicht nur im Architektonischen, daran arbeiten wir ja nicht immer erfolgreich, aber hoffentlich immer erfolgreicher, attraktiv zu machen, sondern auch als einen Raum der kulturellen Begegnung. Aber wie gesagt, das ist eine andere Tradition. Und ich habe neulich das mit einem Kollegen aus den USA mal diskutiert und der sagte, nee, stimmt nicht, es war ein Engländer, der sagte, seid doch froh, dass ihr das nicht habt. Unsere Leute sind unheimlich unselbstständig. Die sind daran gewöhnt, dass die quasi von morgens bis abends mentoriert werden. Und ich habe die irgendwann mal eingeladen zum Essen. Ich wohne so ein bisschen außerhalb der Stadt. Die Hälfte hat den Weg nicht gefunden, weil die nie aus ihrem Campus rauskommen und gar nicht wissen, wie sie da hingehen müssen. Cambridge ist noch wahrlich nicht groß, war nämlich Cambridge, war Chris Young. Ja, also der sagte, seid froh, eure Studierenden sind doch viel selbstständiger, die haben Jobs, die erschließen sich ihre Städte, ja, die wohnen nicht unter diesen Internatsbedingungen, die sind viel besser auf das spätere Leben vorbereitet. Unsere Leute sind exzellent, konzentrieren sich auf das, was sie im Studium tun müssen, aber sie lernen vieles andere nicht. Ist jetzt nicht meine Position, das kann ich mir gar nicht anmaßen zu bewerten. Ich fand auch immer das englisch-amerikanische System sehr attraktiv, aber auch da gilt vielleicht, komme ich auf den Anfang zurück, das Thema Hochschule lädt ein zu dialektischer Betrachtungsweise. Ja, recht herzlichen Dank. Im Grunde ein ganz, ganz schönes Schlusswort. Nicht? Das System Hochschule lädt ein zur dialektischen Betrachtungsweise. Wir haben womöglich nicht alle Fragen beantwortet bekommen, nicht selber beantworten können, aber das war auch nicht abzusehen. Es sind, glaube ich, wichtige Punkte besprochen worden. Und dafür möchte ich allen Beteiligten ganz herzlich danken. Also den hier auf dem Podium versammelten Herrn Alt, dass er seine Reise von Bonn nach Berlin unterbrochen hat, um hier mit uns zu diskutieren, aber auch dem Publikum, dass Sie unter diesen etwas widrigen Bedingungen hier zusammengekommen sind. Und ich möchte mich auch dafür entschuldigen, dass ich offenbar der Einzige war, der den genauen Zeitpunkt, zu dem die Veranstaltung beginnt, nicht kannte. Ich werde das versuchen, beim nächsten Mal besser zu machen. Auf Wiedersehen und wir bleiben im Gespräch sozusagen. Ja. Thank you.